hat er jetzt ja auch schon, oder? Ne, ist was anderes. Dann können wir das beide. Das finde ich gut. So. Halt eine Karawane, wollte ich. Oh, das Orakel des Ziels ist ja mega stark. Gut, ich bin auch gerade mega schwach, weil ich alles verloren habe. Hm. Ja gut, gibt ein bisschen Gold, können wir immer noch kämpfen gegen. Nein, es soll nicht so, dass mein Charakter keine Waffe hat. Sie wurde mir geraubt, liebe Leute. Geraubt wurde sie mir. Unrechtmäßig. Tatsächlich noch ein paar blöde Bauernspeerträger mehr, weil wir nicht genug Lanzen haben. Ah, die Karawane ist noch auf dem Weg. Es tut mir leid für diese Unterbrechung. Ja, kein Problem. Oh, diese Haustür bei uns unten ist abgesperrt. Und jetzt hat der nette Pizzaherr geläutet, aber kam nicht rein. Ah. Und ich musste runterlaufen und aufmachen. Weil noch wegen den Dachziegeln von gestern hat die Hausverwaltung unten halt abgesperrt, damit dort niemand rausgeht. Aber jetzt stimmt's ja auch nicht mehr. Das, mir wurde zugetragen, dass deine Dachziegel irgendwie Probleme gemacht haben. Naja, die haben sich veralleinständigt. Wow. Aber mega nett, dass er gewartet hat unten. Das stimmt, das stimmt. Denn Pizza ist eine Wohltat und er hat dafür Sorge getragen, dass sie dir noch zukommen lassen wird. Ich glaube, so oft wie wir momentan Pizza bestellen, lebt der Laden von uns. Ja, ich glaube, ich ernähre auch den ein oder anderen Pizzaladen in meiner Umgebung. Was für ein Crusader Kings 3, wenn du quasi. So, wie ist denn bei dir die Lage? Du bist gerade, ziehst jetzt gegen Ziehen, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, muss ich. Weil mir der einfach eine zu große Bedrohung wird hier. Ja, oh, ich komme gegen die Garnison nicht an. Oh. Okay. Ich komme gegen die Garnison nicht an. Das hätte ich nicht erwartet. Der hat das Garnisonsgebäude gebaut. Der hat den glitzernden Wachturm auf Stufe 2 schon. Das ist ja genau das. Ich hatte auch genau das gleiche Problem gerade. Gut, dass du aus meinen Fehlern direkt gelernt hast und nicht dagegen anrennst. So wie ich es gerade tat in meiner Narretei. Nee, das ist mir ein bisschen zu riskant gerade. Aber ich komme ins Schlangentor mit meiner anderen Armee gerade noch rein, weil ich da schon wieder Norskar am Schlangentor habe. Das ist auch ein sehr
Also ich laufe eigentlich nur von Front zu Front, aber gleichzeitig verdiene ich damit auch Geld, also es ist in Ordnung. Ja. Auf welcher Schwierigkeit spielen wir? Wir spielen auf sehr schwer für die Schlachten und schwer für die Kampagne. Wow, wer nach der Schlacht mit eingezogenem Schwanz flieht, braucht sich nicht wundern, wenn ein Schwert fehlt, wird bei mir geschrieben. Das ist unverschämt. Das ist wahr, aber es ist auch unverschämt. Wollen denn diese Tiermenschen jetzt hier plündern, die mich jetzt ernsthaft mit ihrer Windsarmee? Jetzt will der Oger von mir auch essen. Das geht halt nicht. Mm-mm. Aber ich kann das automatisch machen. Ja, sehr gut. Das war ganz gut. Es wird bei mir gefragt, läuft das Game besser, als es die Steam-Bewertungen vermuten Nerdy. Lassen? Ich meine, ihr seht es ja selbst. Ich hatte sehr wenig Probleme bislang. Immer der Disclaimer natürlich, wir spielen hier, und ich vermute mal bei Pia ebenfalls, auf sehr starke Hardware. Das heißt, die Aussage, ja, mit meiner 3080 läuft's flüssig, muss für euch nur begrenzte Aussagekraft haben. Aber tatsächlich hatte ich bislang, glaube ich, einen Crash mal, und wir spielen es ja schon seit einer Woche. Also ich habe wenig Probleme bislang. Bei mir hat es nur Probleme gemacht, solange ich es auf der HDD hatte. Aber to be fair, das verstehe ich auch. So, ich tue jetzt mal diese Tiermenschen hier, die mich hier plündern. Also das ist halt echt, also so blöd muss man auch erstmal sein, mit so einer Windsarmee hier noch einen auf dicke Hose im Plündern zu machen. Da habt ihr auch keine Gnade verdient. Aber die Frage, die sich mir gerade stellt, also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich taktisch gerade sehr klug oder sehr dumm bin. Das werden wir gleich rausfinden. Aber so kann ich den angreifen, ohne dass sie in den... Jawohl. Ja, ich bin tatsächlich gar nicht ganz doof. Ich habe jetzt einfach die Armee, die außerhalb der Mauer steht, abgefangen. Und die Garnison kämpft halt mit, aber ohne Mauern. Und das bedeutet, wenn wir das besiegen, kann ich danach einfach in die Stadt reingehen. Ja, voll gut. Und es ist ein Pyrrhus-Sieg, aber ich würde sehr viel verlieren. Deswegen würde ich es gerne spielen. Ja, das kennen wir ja. Wie vorher, das drehen wir doch locker easy um. Und ich habe nochmal schnell gespeichert. Oh, ich sehe, du hast schon haufenweise von diesen Eisenhagelschützen, die ich jetzt gerade erst gebaut habe. Und ich habe mir die Jadekrieger-Armbrustschützen von dir geklaut. Die konnte ich lernen. Wegen meinem Lager bei dir, obwohl ich das Gebäude noch gar nicht habe. Ach, wie cool. Hallo Jan. Oh, du hast so einen Ballon. Geil. Jawohl. Wir müssen jetzt gucken. Zient ist halt ein gefährlicher Bastard. Ja. Weil er sehr viel, die können alle schießen. Okay, das ist jetzt eine Herausforderung, weil die hat jetzt auch schon so viele Knöpfe, meine Kriegerin, aber ich habe noch nie mit ihr gekämpft. Deswegen muss ich ein Stückchen weiter lernen, was die kann. Aber wir schießen auch. Und das ist vielleicht gar nicht so blöd. Stimmt. Gegen Zinsch. Stimmt. Also, dann würde ich ja schon mal meine Kavallerie geben, auf jeden Fall. Was macht denn dieser Ballon überhaupt? Ach, der bombardiert. Der fliegt drüber und bombardiert. Geil. Ich bin gespannt. Ich meine, wahrscheinlich, also da ist jetzt die Startarmee von ihm halt so schwach und die andere Armee kommt von hinten, dass wir wahrscheinlich wirklich einfach direkt vorrücken und die platt machen sollten, oder?
Eine Minute. Oh, eine Minute ist natürlich wenig. Eine Minute haben wir. Eins von beiden können wir machen. Wir können entweder hier die Verstärkung campen oder versuchen, den schnell wegzumachen, weil sonst müssen wir uns richtig blöd aufstellen. Wenn wir auf beide warten, dann kommen sie ja von beiden Seiten gegen uns. Ich kann halt nicht einschätzen, wie stark mein Held ist. Ich glaube, ziemlich stark. Also mir wurde gerade gesagt, mein Ballon ist eine Langreichweitenartillerie. Oh, yo. Ja. Wow, krass. Und kann auf Nahkampf Bomben reinwerfen. Also ich treffe von hier aus die gesamte gegnerische Armee. Geil. Das ist eine Bundeslade, die fliegt. Das finde ich gut. Jetzt will ich da auch hin. Also das Problem, und das sagt mein Chat gerade sehr richtig, wenn wir die Verstärkung nicht campen, fallen die uns rückenabwärts in den Rücken, wenn wir da unten sind. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, mit einem kleinen Teil der Armee halten wir deren Armee zurück. Ja. Und die Hauptarmee campt die Verstärkung. Ja, finde ich gut. Dankeschön, Penna, vielen Dank für die 14 Monate. Gut, dann teilen wir das mal auf. Dann gebe ich dir hier einfach mal Armee. Ich gebe dir gleich noch ein bisschen was dazu. Ich versuche gerade nur aufzuteilen, was ich wohin stelle. Weil alles mit richtig langer Reichweite lasse ich jetzt hier stehen, damit wir halt runterschießen. Ja. Auf deren Einheiten. Die Pferde würde ich auch zur jetzt quasi Hauptarmee lassen, weil wir da bergab richtig schön reinreiten können. Und ich glaube, das ist ein Bonus, der viel wert ist. Und sonst würde ich jetzt alles drehen. Ich glaube, diese Eisenhagelschützen sind so Shotgun-Soldaten, kann das sein? Die so auf kurze Distanz ballern. Die haben nicht so wenig Distanz. Die haben 90 Reichweite. Ja, stimmt. Weil die heißen halt Nahkampfgeschossinfanterie. Ja, es ist halt verhältnismäßig Nahkampf, weil die anderen haben 140. Aber für Kathai-Verhältnisse Nahkampf. Es ist für Kathai-Verhältnisse Nahkampf, genau das. Mal gucken. Dann haben wir hier die Nahkämpfer und dann gebe ich dir von denen auch einfach noch ein paar. So. Und dann sollten wir alle eigentlich was Gutes zu tun haben jetzt. Ja. Die muss ich noch umstellen. So. Soll ich mit meinen, die ich noch habe, eher die Hauptarmee oder die Flankenarmee hier unterstützen? Ich habe hier noch ein paar Armbrustschützen. Ne, Armbrustschützen sollen nach unten feuern, ne? Das haben wir ja. Ja, schon. Ich würde das so lassen, wie es ist von der Aufstellung, glaube ich. Also. Jetzt meine stehen jetzt noch so komisch schräg. Achso, ich meine jetzt bis auf die da, genau, aber also, dass da die Speere noch dort sind, finde ich gut. Wir dürfen halt auf gar keinen Fall gesandwiched werden. Das stimmt. Dann tue ich die Fernkämpfer. Mein Chat hat absolut recht. Ich stehe schon wieder bergauf. Stimmt. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass das quasi schon das Ende der Karte ist hier, aber es ist ja nicht das Ende der Karte. Es ist ja nur das Ende der Spawnpunkte, die wir haben. Wir können uns da ja richtig schön in die Ecke stellen. Stimmt. Die spawnen ja nicht direkt in unserem Gesicht. So, die Armbrustschützen tun auch hier so hin. Ballern die da runter. Und das sieht auch ganz gut aus. Ich würde vielleicht deine Heldin noch eigentlich bei der Camp-Armee erstmal nehmen. Die brauchen wir jetzt noch nicht gerade an der Front gegen die anderen. Jawohl. Dass die da direkt reinfeuern kann. Bereit? Jawohl. Alter, der Ballon ist ja geil. Der schießt direkt los. Der schießt genau wie meine Artillerie, nur aus der Luft. Das ist ja mega cool. Alter. Wow. Also der Ballon ist echt mega nice. Holy shit. Mistress of Storms. Boah, ich hoffe, wir haben dort nicht zu wenig zurückgelassen.
Aber schaut gut aus gerade. Ja, ich meine, so wie wir die hier wegballern, können wir auch gleich die Armee noch rumdrehen, bis die Verstärkung da ist. Guck dir das an. Ist echt krass. Heilige Scheiße. Aber interessant, dass Cathay, glaube ich, einen recht unterschiedlichen Fokus setzen kann. Oh, jetzt, außer jetzt klingelt es bei mir. Können wir pausieren? Jawohl, ist pausiert. Dann bin ich gleich wieder da. Mach dir keinen Stress, ich trinke und esse währenddessen. Bis später, Milai. Ich lache mehr, als ich sollte, dass das Essen auskiet. Ich brauche definitiv mehr Kaffee. Hallo, Kleppi. Und einen wunderschönen. Ja, wir spielen die standardmäßige, also die lange Kampagne vom dritten Teil. Und spielen ja, beide mit Kaffee. Willkommen genau. Zurück. Jawohl. So, jetzt machen wir die platt. Let's go. Cool, also diese Hauptarmee von ihnen kriegen wir halt wirklich einfach von unseren Fernkämpfern schon richtig platt. Oh, ich kann einen Ahnenkrieger beschwören. Ja. Das probiere ich mal aus. Weil du Harmonie hast. Das ist ein beschworener Trupiadekrieger, der dann kommt. Oh, lol. Klar, einfach da hinten rein. Das ist ja mega broken. Ah, jetzt greifen die sich selber an. Das ist dieser Rückzauber. Das ist ultra cool. Die Hauptarmee haben wir einfach weggeschossen. Die ist schon weg. Ist das krass. Weg jetzt mal die Nahkämpfer zu der anderen Schlacht. Weil hier brauchen wir sie. Ich komme mit dem Ballon. Beziehungsweise, ich komme, ich drehe den Ballon. Ja. Ah, und hier haben wir auch mal deine Heldin. Die ist ein schwarzer Drache. Meiner ist ein weißer Drache. Jawohl. Die kriegt auch einfach keinen Schaden. Und deine dürfen so ein bisschen mehr Blitz statt Feuer benutzen, ne? Ich habe noch nicht wirklich Drachenfähigkeiten. Ich gucke mir das gerade so an, wie sie da durch die Gegend schlängelt. Und das ist schon sehr cool. So. Ich fahre jetzt mit meinem Ballon dann nach oben. Ah, jawohl, wir haben den Kommandanten. Schön, genau. Ja, das, ja, die ganze Armee da hinten ist weg. Wir können jetzt alles umdrehen. Die haben wir total gewiped, einfach nur mit den Bogenschützen. Krass. Ich wusste gar nicht, dass Cathay so gut im Nahkampf ist, im Fernkampf. Das ist mega cool. Ich dachte, da wäre ziemlich besser als ihr, witzigerweise. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so krass ist, tatsächlich. Aber hier kriegen wir jetzt ordentlich. Ja, an der rechten Flanke brechen wir, aber jetzt kommt ja die ganze Verstärkung. Dieser Turm! Dieser verdammte Turm! Bam! Ist das geil. Das wird locker hier. Dieser Turm! Es ist einfach verrückt. Aufpassen, jetzt können sie so ein bisschen den Berg herabstürmen. Ja, ich fahr da jetzt, ich flieg da jetzt mit dem Turm drüber. also mit dem
Mit dem Ballon. Die Einheit einfach. Ich bin der an. Schießt der Turm auch während er fliegt? Also keine großen Sachen, aber macht der was? Ich glaube nicht. Das wäre zu krass. Ich habe auch einfach keinen Schaden bekommen bis jetzt. Ich stehe da hinten drin und tank einfach alles in mich rein. Und ich habe einfach keinen Schaden bekommen bis jetzt. Die sind echt stark, diese Drachenhelden, ja. Meine hat ja schon noch ein bisschen kassiert, aber da muss schon eine ziemliche Übermacht anrücken, bis das passiert. Ja, ich habe immer noch 80 HP. Sie steht die meiste Zeit einfach nur da hinten allein in der Gegnerarmee und chillt ihre Basis so. So, und du machst jetzt Bomben. Ah, das war nicht ganz optimal. Das kommt also wirklich instant, dann weiß ich das für die Zukunft. Dass das wirklich instant kommt mit dem Ding. So, wir verwandeln uns jetzt mal zurück. Weil ich habe hier so ein paar Zauber, die ich noch nutzen kann und möchte. Auch was das Heilen von meinen Einheiten angeht. Schön weggeballert, bevor sie uns erreichen konnten. Jetzt sind wir da hinten dran. So, ich fahr da mal hin. Jawohl. Schön. Das war sehr schön. Ich danke dir. Jawohl. Das war wesentlich besser. Ich hätte meine halbe, also wirklich, ich glaube 80% war grau in der Vorausrechnung. Genau, das war genau wie bei mir mit der Skaven-Stadt war. Und wenn du halt selber spielst, selbst wenn du selber auch einen Pyrrhus-Sieg holst, ist ja besser. Wenn du halt die Einheiten alle behältst, dann verlierst du ja nichts. Ja, ja. Ja, ich habe eine Einheit verloren. Das war's. Hammer. Sehr schön. Und jetzt kann ich... Jawohl, und jetzt habe ich hier einen entscheidenden Sieg. Und habe damit die Stadt... Ja, ich breite mich da jetzt richtig aus. Voll gut. Absolut. Nanli fehlt mir noch, aber das holen wir uns auch noch. So. Dann wollen wir mal... Ah, ich krieg da drüben auch gleich eine Belagerung rein, ne? Das finde ich nicht so schön. Aber kriege ich den mit einem Ausfall? Nee. Kriege ich nicht. Wir warten drauf, bis er die... Siedlung belagert, das ist klüger. So, was haben wir? So, und der Drachen ist gut. Wille des Drachen ist auch gut. Sehr schön. Und dann haben wir, was sagt er mir denn, was ich da bauen kann? Ach genau, ich soll das erstmal reparieren, I guess. Die Minen werden gerade ausgebaut. Das haben wir nächste Runde. Dann können wir hier neue Armeen uns holen. Aber vielleicht erstmal hier, weil da müssen wir jetzt... drauf klarkommen, dass wir Besuch bekommen. Gerade fast überall niedrig. Außer
am Ausgangspunkt, wo wir da noch im Krieg sind. Dankeschön, Siko, für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Danke für das Feedback, Siko, das ist ja nett. Irmgard bringt uns Dankeschön, 1000. Dankeschön. Und setzen unser ganzes Geld jetzt da. Knüborn. Also der Ballon ist Weltklasse. Der Ballon ist eine mega geile Einheit. Das ist einfach insane. Das ist einfach mega, mega cool. Haben wir schon eine halbe Weltkarte unterworfen? Frage für einen Freund. Eher 2 Siedlungen. Bis jetzt eher erst 2 Siedlungen. Aber es sind 2 mächtige Siedlungen gewesen. Also zählt das vielleicht auch? Vielleicht zählt es auch. Ich weiß es nicht. Dann machen wir die Karte halt etwas kleiner. Das ist ein guter Plan. Die maximalen Level der Kommandanten sind wieder 40, ne? Glaube ich. Ach, Maurice ist gerade gemutet. Der redet, glaube ich, gerade mit seinem Stream. Da müssen wir uns kurz gedulden, Chat. Das Prolog durchgespielt? Also ich würde normal spielen. Ich würde nicht dieses Verschnellte spielen, weil ich finde, diese Einabendkampagnen sind eine coole Idee, dass sie es gemacht haben, damit man mit Freunden auch mal kürzer einen Abend zusammen spielen kann. Aber du lernst Total War nicht so richtig. Tee trinken als und ich würde eine normale Kampagne einfach spielen. Für nichts tun war. Alles andere hätte mir Yin und Yang Harmonie gebracht, wo ich gerade nicht brauche. Und dann hätte ich einfach Tee getrunken. Und was bringt dir Tee? Nichts. Es war die du willst keine Auswirkungen Option. Und dann hast du Tee getrunken. Genau, genau. Also ich meine, Tee, ich dachte, du bist auch Fan von Tee. Tee bringt halt einfach, dass Tee natürlich gut schmeckt. Tee klingt großartig. Ja. Also ich habe keine Kritik dafür gerade. Nichts als Verständnis. Sehr gut. So, meine finanzielle Situation gefällt mir gerade nicht so gut. Weil das halt auch so teuer ist, die Provinzhauptstadt aufzubauen. Aber ich will die unbedingt haben. Aber ich müsste die doch einfach getötet bekommen, oder? Ich mach mal Krieg mit den Ogern, ne? Jawohl. Ich nehme dich damit rein. Ja, das ist... Wir sind ja gute Verbündete hier. Alles für die Sache. Hör auf, wegzulaufen, ich brauch das Geld. Jawohl. Ja, ich wäre sonst verschuldet gewesen am Ende der Runde. Das klassische Kriegstreiber-Sache, ne? Hier, wir müssen halt. Der Krieg füllt die Schatzkammern. Wir müssen leider jetzt Tod über das Land bringen. Naja, was heißt Tod über das Land? Ich bringe Tod über Ogre. Das ist ein bisschen was anderes. Ach, auf einmal bist du ganz auf meiner Seite, was den moralischen Wert von Ogern angeht. Ja, aber jetzt bin auch ich kein Oger. Stimmt, stimmt. Das ist eine sehr pragmatische Einschätzung hier, so was Moral und so angeht. Pragmatisch reicht doch manchmal auch. Das stimmt, das stimmt. Ich bin der Letzte, der dann strikt dort. Ich merke mir natürlich solche Aussagen. Ah. Irgendwann dann werde ich sie dir spiegeln. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen, und das wird mir noch eine Lehre sein. Ah, sag was, Pia, das darf man auch nicht so eng sehen. Ach, ich krieg diesen blöden Ogre einfach um 1 Meter nicht. Das ist ärgerlich. Aber ich bin nicht verschuldet und darum, oh, aber ich könnte jetzt noch ein Gebäude bauen. Dann habe ich meinen Zug geminmaxt. Geil. Ich glaube, meine aber auch ganz okay. Palisaden? Will ich Palisaden? Palisaden klingen eigentlich nicht so schlecht.
Aber da brauche ich eigentlich keine. Weil ich habe ja dann, na, wobei, hier kommt Zench durch. Ja, ist gar nicht so schlecht vielleicht, wenn wir das mit Palisaden stützen. Und mal ehrlich, der moralische Wert von Ogern ist immer noch höher als der von Dämonen. Mein slanisch Herz blutet, aber nickt. Ich weiß nicht. Ey, was machen die denn jetzt hier? Diese Dissidentenfürsten wollen Shen Wu holen. Das gibt's ja nicht. Das ist die Frage. Ihre Stadt ist halt immer noch richtig stark von der Garnison her. Und Shen leider nicht. Ja, unsere Schatzkammern sind leer. Und die Bastion ist wieder in Gefahr. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, da werde ich Armee los und gewinne eine Schlacht. Das Geil. Ist gut für meine Schatzkammern. Das ist genau das, was ich gebraucht habe hier. Ein bisschen was loswerden und einfach meine Armee ein bisschen reduzieren. Aber nein, ich habe sie nicht geopfert. Nein, ich habe sie nicht geopfert. Ich habe nur geschaut. Ich habe nur geguckt. Okay, ich hatte gerade, genau wegen den Vorräten, weil wir kein Geld hatten, habe ich Mali auf meine Armee bekommen. Aber jetzt haben wir wieder Geld. Und ich habe in meiner Stadt... Das ist keine Corruption, das war wirklich einfach nur, weil ich so arm war. Na gut. Das ist auch irgendwie hart. Ja. The Celestial Empire ever improves. Dragon-blooded Shugungun. Man kann Ausrüstung verschrotten? Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich habe das noch nie gemacht. Die Dissidentenfürsten sind ganz, ganz schlimm. Meine Karawane kam wieder an. Wir haben Geld gemacht. Geld gebracht? 3.400. Schön. Natural Authority. The more decides who we fight. Wir öffnen das nochmal. Oder wir plündern ihn. Storm Dragon. Strike off the head. Warden of the Great Bastion. Ready to defend. Das ist zu teuer, das auszubauen. The Emperor's chosen daughter. So, was sagt meine Diplomatie gerade? Mit den imperialen Wachen da oben. Militärisches Bündnis geht. Und ich krieg sogar noch 1282 Gold dafür. Ich finde das mega cool. Ich weiß nicht, ob das im zweiten Teil auch schon da war oder ich es einfach nicht wusste, dass es geht. Aber ich finde es mega cool, dass man sich jetzt geldtechnisch seine diplomatischen Fähigkeiten auszahlen lassen kann und dann halt einfach von den Fraktionen Geld dafür bekommt, dass man mit ihnen ein Bündnis eingeht. Ja, nee, das ist neu tatsächlich. Das haben sie aus Three Kingdoms übernommen, wo die Diplomatie deutlich mehr im Fokus stand und haben sie ein bisschen was reingebracht an
Verbesserungen. Es geht ja auch umgekehrt, dass wenn du nicht, wenn es nicht ganz reicht, kannst du dir automatisch sagen lassen, wie viel Geld du dazulegen musst. Ja. Auch sehr, sehr praktisch. Sehr cool gemacht. Ach, der hat auch. Mein Karawanenmeister hat auch ein Level bekommen. Ui. Und jetzt gibt es eine bessere Schuppenrüstung. Da kriege ich einen Verkaufswert plus 10% auf meine Fracht. Das finde ich echt cool, dass die Karawanentypen eigentlich schon Trulli haben. Die 13 Monate, dankeschön. Ich habe meinen jetzt erstmal so sehr auf Verschleiß und Replenishment geskillt, dass der sicher auch überall immer durchkommt. Aber ich finde das sehr spannend, weil du kannst eben auch direkt auf Geld gehen oder so, je nachdem. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Ich wurde gerade gefragt, ob wir Bescheid wissen von dem Upkeep-Bug, der aktuell scheinbar da ist. Nee. Ich habe keinen mitbekommen. Bis jetzt. Danke, Chat, fürs Gesundheitsschreiben. Aber er leuchtet uns gerne. Hallo, Schrotinski. Ich habe das noch nicht mitbekommen. Boah, das ist tatsächlich ein bisschen doof jetzt gerade. Wobei, ich kann ja mal gucken, ob ich hier einfach dann... Oh, hier ist Wüste. Ich da rüber gehe und dann seine Stadt hier nehme und ihn dann aus der... Ich ihn aus dem Ding hier halt zwinge. Ich kann ihn nicht in der Stadt angreifen. Also, mir wurde... Ich will jetzt nicht cocky klingen. Mir wurde gesagt, dass... Cathay halt mega der schwere Start ist. Und ich hatte dann sofort so einen Morati-Vibe in mir und dachte mir, oh boy, bitte nicht schon wieder. Aber ich fühle mich gerade einfach mächtig. Das klang es doch ein bisschen cocky. Ja, bisschen, aber darf man ja auch mal. Ich finde tatsächlich auch, dass, also, ich fand den Dämonenprinz ziemlich hart als Start. Storm Dragon. Aber ich finde auch, soweit geht das. Im Forum wird gerade... Entschuldigung. Mach du zuerst. Im Forum wird gerade heiß diskutiert, dass jeder rekrutierte Lord den Abgib der Einheiten permanent um 4% erhöht, auch wenn man ihn kickt, die höheren Kosten bleiben. Also ich habe jetzt privat gespielt und mir wäre das nicht aufgefallen, dass das passiert wäre. Hört man mir auch gerade im Chat. Aber ich habe auch so genau nicht drauf geachtet. Also 4% kann man ja auch erstmal übersehen. Okay, ich habe zu viel geredet. Ich sehe gerade, was sich vor meinem Schlangentor aufbaut. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, da so viel dazu, Pia. Aber jetzt ist ja auch, also da ist ja noch eine starke Garnison jetzt drin. Ja, ja, das ist trotzdem. Ich gehe mal mit Marsch, mit meiner Hauptarmee auch in die Richtung. Jawohl. Das werde ich brauchen. Nee, ich will jetzt auch gerade keinen Außenposten um 3000 bauen. Das ist gerade nicht der Vibe. Nee, ich glaube, da das Geld gerade kann man besser investieren. So, was macht ihr jetzt, ihr Dissidentfürsten? Könnt ihr mal ein Lucky Permit geben? Das wäre super. Steht im Titel und in der Twitch-Beschreibung. Quirky. Okay. Footsteps in harmony. Okay. Ride upon lightning. Schaffen wir das? Ja, okay. Move like water, fight as one. Slaves in body, but never in mind.
Frage eben im Chat, hat jemand mit Zinig Probleme, dass sich die Truppen extrem langsam auffüllen? Woran liegt das? Dämonenarmeen füllen gerne, sich Turtles langsamer Dankeschön. Auf, wenn Mann, du keine Magiereserven hast. Sub. Vielen lieben Dank. Da musst du immer darauf achten, dass danke, du danke, danke Magiereserven hast, sonst hast du irgendwann überhaupt kein Replenishment mehr, was dich richtig übel ficken kann. Hatte ich auch schon mal. Dann kann es auch teilweise eine Weile dauern, bis du da wieder rauskommst. Das wäre unser erster potenzieller Held, den wir rekrutieren könnten. Das wäre halt ziemlich cool. Das wäre halt ziemlich cool. Aber gleichzeitig würden wir hier halt Geld kriegen. Und das würde den ganzen Handel mega anpushen, ne? Lass uns erst auf Ressourcen gehen. Ist ein bisschen billiger gerade, aber auch ein bisschen leichter für mich, weil wir ja parallel noch im Minus sind gerade. Und so ein bisschen Problem haben, dass wir ja gerade noch belagert werden. Wir das nicht übersehen. So, und abseits davon warten wir hier jetzt erstmal. Da will ich auch nichts bauen. Das interessiert mich gerade noch nicht. Kriege ich mit denen schon was Besseres hin? Nö. Was ist denn mit denen? Kriege ich die schon? Agreed. Yo. Oh, eine Konföderation. Ich bin jetzt groß. Wow. Alter, was geht denn ab? Ich habe die imperialen Wachen geschluckt. Und mache jetzt minus 2733 pro Zug. Statt minus 50. Scheiße. Mann, das ist der größte Mist aller Zeiten. Aber ich besitze Pomei. Meine Hauptstadt, meine Alte, also. Jawohl. So, will sich denn irgendwer auch mit mir konföderieren? Ist der mit mir im Krieg? Ja, Hao Tao kommt von oben gerade. Oh, ich kann jetzt mit den Zwergen handeln. Das ist ja cool. Ich muss diese Armee auflösen, ich kann mir das einfach nicht leisten. Kann ich die irgendwo verbraten vielleicht? Damit ich sie nicht einfach nur... Also, dass ich sie zumindest nochmal genutzt habe, ne? Aber ich komme da, glaube ich, auch nirgendwo rechtzeitig dran gerade. Man darf keine Lords kicken, sonst bleiben die Kosten. Und wenn man, aber Lucky, diesen Bug hat nicht jeder. Also ich glaube dir das, dass im Reddit die Leute da schreiben, dass es diesen Bug gibt. Aber das bedeutet ja nicht, dass den jeder hat. Das ist ja auch nicht die erste Kampagne, die ich gerade spiele. Und ich habe schon Lords gekickt und bei mir ist dieser Bug nicht entstanden. Also bitte geht nicht von jedem Bug davon aus, dass der durchgehend überall existiert, nur weil es jemand auf Reddit geschrieben hat. Ich habe halt jetzt irgendwie 100.000 Jadekrieger, ne? Einfach geschluckt durch deine Konföderation. Ja, ich habe einfach ganz viele gerade.
Jade. The Dragon-Blooded. Was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Einheiten? Never flag, never falter. Shugengan Lord reporting. The path of destiny. Sheesh. Ach stimmt, da oben kann ich ja jetzt auch was einstellen. Oh nein, Maurice. Hm? Ich muss mich ja jetzt um zwei Tore kümmern. Stimmt, das sehe ich jetzt erst. Stimmt. Ich bin doch so ein Idiot. Deine Konföderation hat dir nur mehr Verantwortung gebracht. Aber warum habe ich das denn gemacht? Weil du in deiner Hybris groß und... Du hast immer noch den Ogergeist. Du wolltest groß und fett werden. Es sind drei Tore! Ach Gott. Wow, oh nein! Pia, why? Oh, was habe ich getan? Schwer wiegt die Krone, schreiben sie bei mir im Chat. Das klingt... Da wurde wohl der Maurice gemacht, schreiben sie bei mir. Ja, offensichtlich. Nein. Nein. Aber ich bin auch stark, ich bin auch mächtig. Ich bin auch mächtig. Also, alles gut. Ich muss jetzt nur jede Runde mindestens 2600 Gold durch Kämpfe erwirtschaften, sonst gehe ich pleite. Ja, ist ja nix. Easy. Ja, deswegen bin ich jetzt auch schon übergegangen von ich verteidige an der Mauer zu ich laufe in das Wüstengebiet und greife an. Okay, Hao Tao ist bei mir mit drinnen gerade. Wir haben gerade gleichzeitig einen Kampf gestartet. Aber ich war schneller, eine Sekunde schneller. Jo. Schmeiß doch ein paar Einheiten raus. Nein, ich will die nicht wasten. Jetzt ist der geflohen, der Banause. Nun gut. Ich habe hier irgendeinen Ogertypen, der hier noch ankommt will und Stress machen will. Malbob von den Söhnen des Berges. Aber der kriegt gut Verschleiß, der wird uns keine Probleme machen, denke ich. Seht ihr, bei mir ist runtergegangen. Ich habe 2493, ich habe den Kommandanten rausgeschmissen und jetzt bin ich auf 2309. Sehr gut, sehr gut. Keine Macht den Bugs. Keine Macht den Bugs. Aber macht den Problemen, weil ich habe keine Schlacht gekämpft. Oh, ich sehe, du bist richtig. Du machst einen Ausfall, aber du gewinnst. Ja, ja, ich mache lauter Ausfälle. Ich brauche Geld. Das war nicht genug Geld. Nein! Das war nicht genug Geld. Ich bin auch da oben. Du musst mal in den Norden gucken. Beim Schildkrötentor. Ich bin richtig weit drin. Oh ja, du bist auch noch du, oh Gott. Aber ich finde, das passt sehr zu deinem Charakter, weil sie doch so irgendwie die ist, so, ja, ich bin diejenige, auf der die Verantwortung schwer lastet. Deswegen bist du hingegangen und hast gesagt, ey, alle drei Tore nehme ich. Es gibt noch ein viertes, das darfst du dann machen. Ich bin die Älteste und ich mach das. Und jetzt hast du es am Arsch. Naja, aber nur so lange, bis du dich auch an deiner Verantwortung beteiligst, ne? Ja, ich bin doch der jüngere Bruder, du weißt doch, wie das läuft. Ich bin jetzt gerade sitz in irgendeinem Reissalon und kipp mir Sake hinter die Binde und heul mich drüber aus, dass Vater dich mehr mag als mich.
Alter, ey. Das ist doch so ziemlich, wie das läuft in solchen Fällen. What have I done? What have I done? Es gibt nur drei Tore, hä? Ist das da oben keins mehr? Ach, das ist kein Tor, das ist irgendeine sehr coole Stadt, aber kein Tor. Na gut. Ja, super. Ja, wenn du eins haben möchtest, ne? Ja, ich weiß gar nicht, also... Nicht? Willst du, willst du keins? Nicht? Ja. Nun, gut. Das sind ja alles Oger um uns rum. Ja, es sind viele Oger hier. Oh, mein Karawanenmeister kann jetzt sogar ein Schlachtross haben. Das sind aber alles Oger. Das ist mir eine zu große Pfeife eigentlich dafür, muss ich offen zugeben. So, jetzt gehe ich wieder eine Runde ins Geld-Minus. Aber ich gehe jetzt auf himmlischer See mit unserem Kompass. Und hoffe... Gott, ich bin einfach immer noch im Minus. Schmeiße ich eine Einheit raus? Ich könnte Einheiten einfach verbinden. Und damit auch mein finanzielles Desaster so ein bisschen bremsen. Habe ich irgendwelche Helden, die frei rumlaufen? Nee, ne? Die ist jetzt voll, die ist voll, die ist auch voll. Da darf ich gerade nicht reduzieren, da bin ich gerade mitten im Gegnergebiet. Das kann ich mir... Ja, wenn ich nicht reduziere, dann reduziert mich das Spiel. Das ist das Problem. Das hast du schön gesagt, irgendwie sehr poetisch. Ja. Es ist auch ein bisschen Verzweiflung. Ach komm, die nehmen wir noch raus. Ja. Okay, jetzt bin ich nicht im Minus. Ich glaube, man kann kein Minusgeld machen. Minusgeld bedeutet, dass meine Einheiten weniger, also nicht genug zum Essen haben. Das heißt, alle meine Einheiten bekommen Verschleiß. Deswegen möchte ich auf gar keinen Fall auf unter Null kommen, weil ja, du hast keine Schulden. Die Schulden äußern sich in hungernden Armeen. Und das betrifft dann alle Armeen, die du hast, gleichermaßen. Jetzt haben wir hier gleich eine Revolte am Hals. Ja, ging Sommer. Aber gut, müssen wir mit klarkommen. Inwiefern, Schmidt? Ich habe übersehen, dass hier die... Ah, ich hätte auch Ausrüstung zu Geld machen können, ne? Jetzt kommt der hier an, der ist... Alter, mein Chat, ne? Mein Chat ist so ein trollender deutscher Chat. Sie haben gerade geschrieben, und du bekommst einen Schufa-Eintrag. Wow, wow. Da sind sie echt am Start, ja. Der gefürchtete Wu greift dich an. Genau, das ist die untere Armee, mit der ich den Ausfall gemacht habe und die eine Armee erschlagen habe. Die Frage ist, das schaffen wir, glaube ich, nicht, oder? Ich versuche, ich traue mich, den Rückzug zu probieren. Jawohl. Schaut aus, als hätte er ihn mir durchgehen lassen. Ja. Geil. Ach, sie ist nicht zum Tor geflohen, sondern weiter in die Wüste. Das ist natürlich klug. Angriff ist die beste Verteidigung. Yo, und der hat mich einfach angegriffen. Der ist einfach in mich reingelaufen. Geil. Entscheidender Sieg und Geld. Schön. 3500 wieder all in all. Ja, das ist doch wundervoll. Ich habe mir gedacht, statt dass ich die ganze Zeit diese blöde Mauer hier beschützen muss, hole ich mir einfach die rote Festung. Ja, ist doch perfekt. So, ich habe jetzt hier blöderweise eine Rebellion am Hals. I will be obeyed, celestial ancestors. Und den würden wir halt im Feldkampf kriegen. Das heißt, ich versuche jetzt... No.
Shugengan Lord reporting. Auszumarschieren. Within my reach. Dann greift die Schar weiter in deine Mauer an. Na und? Ich kann mir das nicht leisten. Ja. Soll sie weiter meine Mauer angreifen? Die Stadt verlieren wir jetzt, aber das ist auch okay. Ich breche das vielleicht mal noch ab, weil es ist jetzt gerade Geldverschwendung, die noch aufzurüsten. Die Stadt der Affen hat ja eine gute Garnison, die ist ausgebaut. Master of Feng Shui. The Celestial. Ich fange jetzt an, hier ein paar Sachen zu schrotten. Musst du doch Truppen aufgeben? Nee, ich schrotte Items. Ach so. Ich habe teilweise Items, die einfach nicht notwendig sind. Also oder eins gerade zumindest gehabt, wo ich sage, das brauche ich nicht. Forschung plus 20% wird verschmäht. Naja, aber als Alternative habe ich Änderung der Energiereserven der Winde der Magie 25% bei Erhöhung. Hat das halt auch was. Ja. Okay, meine Geldsituation ist wirklich sehr grenzwertig für mich gerade. Ich habe Skaven-Rebellen in meinem Land, das ist auch ekelhaft. Und diese dummen Dissidentenfürsten, die sich einfach nicht niederschlagen lassen, wie es... Gehen Sie wieder in Ihre Stadt zurück, ihr nervt mich! Ja, ich habe auch eine Klinge von Karsteins bekommen vorhin, aber das ist nicht Maurice Klinge. Die habe ich auch bekommen, als ich meine erste Dings fertig gemacht habe. Meine erste Karawane. Ich habe nicht Maurice die Klinge geklaut, ich schwöre. Ich habe gerade Stärke Rang 1. Jetzt glauben, ne? Aber, ich habe Stärke Rang 1 gerade. Ich bin der mächtigste Drache auf diesem Wurmplaneten. Dafür voller Würmer. Schneiderstamm an. Ja, die haben mir den Krieg erklärt. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil Orks das halt einfach machen. Jo. Ich weiß gar nicht, ob das eine Goldminenstadt ist. Falls ja, müssen wir uns die ganz dringend einverleiben. Lindwürmer. Genau das. Bankrott. Ja. Bliblablub. Die laufen halt nur weg von mir, ne? Die Rebellion jetzt hier mal niederschlagen. Dann muss ich halt irgendwie, wie ich diese Typen hier aus ihrer Stadt rauskriege. Die spielen halt so vorsichtig, aber ich krieg die Garnison halt nicht. Egal, erstmal das hier, dann haben wir hier auch schon ganz gut Gebiet. Nicht ganz so stark wie die mächtigste Fürstin der Welt, ne? Aber die muss dafür auch drei Tore halten. Wir werden jetzt eine Schlacht spielen, die wir spielen müssen. Jawohl. Einfach, weil ich meine Armeen reduzieren muss und das bringt nichts.
So. Und ich hoffe, mit dieser Schlacht zumindest, vielleicht gewinnen wir sie ja. Das wäre großartig. Wenn wir einfach nur einen Pyrrhus-Sieg rausnehmen, dann wäre das ein absoluter Win für mich. Aber ich kann nicht jede Runde kurz vorm Bankrott sein. So, das ist, das bringt nichts. Ich komme nicht zum Ausbauen, solange das so ist. Mhm. Und drei Armeen sind zu mächtig, aber ich will sie nicht einfach nur weglegen. Also schmeiß ich sie ins Getümmel. Kommt ja aufs Gleiche wie auflösen. Finde ich einen guten Plan. Einfach ich habe Einheiten schon zusammengelegt, Leute. Dankeschön, Ondori, für die 43 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Du musst deine Armee reduzieren, also lädst du Maurice ein, mit dir zu kämpfen. Seems legit. Wow. Das habt ihr gesagt. Ich habe Vertrauen, dass wenn ich Maurice mit einlade, dass wir das gewinnen. Ja, ich würde aber auch sagen. Das sind Chaoskrieger, ne? Da, ich würde dir einfach hier direkt und ich nehme dann die Armee, die da drankommt und nehme nur die Bogenschützen hier. Ich sehe es halt übrigens echt, ich habe es ja vorher gesagt, ich finde einfach, die Chaoskrieger sind optisch eine so coole Fraktion. Kannst du bitte nicht zu den Feinden halten? Aber guck, wie cool sie sind. Ja, aber... Vielleicht schlage ich mich auf ihre Seite, vielleicht ergebe ich mich den Einflüsterungen des Chaos. Du hättest echt, glaube ich, wirklich Slane, Dings da ziehen spielen müssen, ne? Ja, aber, ja, ja. Er zieht sich optisch gar nicht so cool, witzigerweise, mit seinen komischen lila Blobs. So, hier haben wir Krieger. Wie wollen wir uns aufstellen? Ich habe mich so hingestellt, dass unsere Unterstützung genau in unseren Rücken kommt. Wobei... Toll. Ja, wobei, fertig, das war der Satz. Finde ich gut. Dann, Deutlicher Essigüberschuss von gestern, wie es mir scheint. Ja, aber vom Chat, nicht von Maurice, nicht von mir, vom Chat. Ja, das stimmt, das ist der Chat, der Böswillige. Ich will da jetzt gar nichts auf uns kommen lassen. Das, weil die noch so ein bisschen so aneinander, dass sie sich gegenseitig die Harmonie geben. Armee, kämpft gut, aber sterbt fleißig. Ihr seid mir zu teuer. Das habt auch ihr... Mein Chat lässt mich dastehen wie so eine Tyrannin. Die Situation kenne ich überhaupt nicht, Pia. Das tut mein Chat Hallo, Florian. Nie, wie du dir sicher denken kannst. So, auf geht's. Ich bin bereit. Wie cool wäre das, wenn das Chaos einen Drachenfürsten korrumpiert hätte. Und dann wird das so ein zerfetzter, korrumpierter Dämonendrache. Das wäre einfach insane. Ich bleib schön hier hinten und warte auf meine Armee, die in einer Minute 20 da ist und uns hoffentlich den Arsch rettet. Ja, aber wenn nicht... Muss man ja schon sagen, Pia, dass Arschretten für dich hier das sekundäre Ziel ist, ne? Also. Ja, sie sollen ja jetzt auch nicht alle sterben. Ich glaube, es würde dich auch nicht stören, wenn sie alle sterben, wenn sie sollen nur nicht fruchtlos sterben. Ist doch, glaube ich, dein. Das beschreibt es ganz gut, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir hier so die Umgebung anschaue, ist es auch kein schöner Ort, um zu sterben. Mhm. Also. Aber der Feind ist anscheinend auch nicht gerade der mutigste aller Chaoskrieger. Das passt. Cathay hat viel mehr Drachen und es scheinen wirklich vier vom Chaos korrumpiert worden zu sein. Oh. DLC Lord Incoming? Ich hoffe es. Ey, das fände ich geil. Das wäre richtig cool. So ein Cathay-Drachenfürsten, der so, das heißt, sein Armee-Roster ist so halb Chaoskrieger, halb Cathay-Einheiten. Oh. Verräter aus Cathay. Ja, so wie Morati, die halt quasi, die auch überarbeitet werden muss, weil sie ja halb Dunkelelfe, aber halb, mit wem ist die Slanish, glaube ich, ne? Mhm. Sie ist die Muse von Slanish. Das wäre mal cool. Also ich hoffe, dass die sie überarbeiten. Für den dritten. Das ist ja eh eine interessante Frage. Es gibt einige Völker, die jetzt ja so ein bisschen... Auch zum Beispiel die Chaoskrieger haben ja einen Slanish-Champion, den Prinz Siegwald, als ihren Helden. Der kann ja nicht einfach so bleiben, wenn du jetzt hauptsächlich, wenn du Slanish jetzt als eigenen Gott mit hast. Dann muss da ja irgendwie mehr gehen mit dem. Ja. Und bei Archon als Champion des, als den Gott-Champion des ungeteilten Chaos, würde ich mir auch wünschen, dass da ein bisschen was von den Göttern, von allen Vieren, mit drin ist. Ich gebe dir noch eine Kavallerie.
Jawohl. Und die passen auch besser zu deiner Aufstellung. Und die packe ich noch bei mir rein. So. Ja, mir rückt an. So, jetzt haben wir ein ausgewogenes Stärkeverhältnis. Da sollten wir doch gewinnen. Hoffe ich. Vor allem, glaube ich, können wir jetzt richtig arschig ihn erstmal richtig bombardieren. Weil der hat ja, ich glaube, gar keine Fernkämpfer. Ja, da, ich habe nur Angst vor jedem Schritt, den ich vorwärts mache, um ehrlich zu sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich warte jetzt erstmal, bis unsere Nahkämpfer da sind. Weil ich habe ja ordentlich Jadekrieger, die sind nur leider ein bisschen angeschlagen schon, weil die gerade schon eine Schlacht gespielt, also gekämpft haben. Und ich habe denen keine Zeit gelassen, sich zu erholen, weil sie zu teuer sind. Weil du sie opfern willst, Pia, sag es doch, wie es ist. Nee, ich will einfach nur diese Schlacht gewinnen, also. Ich weiß nicht. Morathi Schlange, ist das nicht Age of Sigma? Morathi als Dunkelelfin ist auch in Fantasy drinnen und verbreitet Chaos Corruption. Da hat sie nicht diesen. Entschuldigung, da hat sie nicht diesen Schlangenkörper, aber sie ist trotzdem die Muse des Slanesh. Und Vertriebene von den Elfen. Aus diversen Gründen, die vielleicht auch ein bisschen mit ihrem Sohn zu tun haben. Möglich, möglich, ja. Das, Aber da gab es ja auch einige Lore-Anpassungen, ne? Weil dazwischen wurde ja gemunkelt, dass zwischen ihr und ihrem Sohn was läuft. Und das wurde ja wieder rausgenommen aus der offiziellen Lore. Aber echt ist nicht mehr drin? Soweit ich weiß, wurde das, also es hieß ja, dass die so ein bisschen und das ist wohl nicht mehr offiziell, aber ich finde es schade, weil ich fand es eigentlich ganz witzig und ganz spicy, aber ich spiele auch Crusader Kings 3 und mache ehrenhafte Inzestkreise, deswegen. Das stimmt, ja. Noch eine Frage, die bei mir gerade kommt, sind das die gleichen Chaosgötter wie in Warhammer 40k? Es sind dieselben Götter, die Fraktionen sind zum Teil schon recht unterschiedlich, weil die Chaos ist näher dran an seinem 40k-Counterpart als das Imperium, das Fantasy-Imperium an dem Menschen-Imperium in 40k ist, weil die Chaos-Krieger, ich suche mal die richtige Einheit raus, die sehen auch so ein bisschen aus wie Chaos Space Marines nur in Fantasy. Wartet mal kurz, ich such mal die, nicht die Barbaren, die normalen Krieger, genau, da seht ihr sie. Also die haben ja schon auch was von Chaos Space Marines, das ist tatsächlich gar nicht so. Und auch die Dämonen sind ähnlich. Stimmt, Chaos ist sogar die Fraktion, die also mit die größten Überschneidungen hat. Das Imperium ist sehr anders. Hey Ben. Valkia, die Blutige, hätte jetzt auch was, ist Gesegnete des Korn für die Chaos-Fraktion. Ich habe diesen Charakter noch nie gesehen. Dieser Name ist so dermaßen wundervoll, dass er sich anhört wie Gesang in meinen Ohren. Valkia, die Blutige, da sehe ich mich auch. Da sehe ich mein nächstes Warhammer-Cosplay. Ich wollte es gerade sagen, das kam vorher bei mir auch schon im Chat, als wir dein Cosplay gezeigt haben. Jetzt warte mal. Ich glaube, die wird dir sehr taugen. So, ich habe mal ein paar Bilder. Ich kann sie nach der Schlacht mal zeigen. Die ist schon sehr, sehr badass, glaube ich. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die hier blutig machen. Ja, die kommen nicht, ne? Nee, wir müssen sie beschießen, aber das ist ja sowieso unsere Strategie so ein bisschen. Ja, aber wie weit wir laufen müssen. Diese feigen Hunde. Wundert mich auch, dass die Arachon nicht mit reingenommen haben, sondern nur die Dämonenprinzen. Und mit dem Morathi-Lore, die Sache mit dem Sohn ist schon recht explizit ins Warhammer-Buch Dunkelelfen beschrieben.
Nach den Regeländerungen auf Age of Sigma wurde das dann wieder entschärft. Ah, okay. Schwach, Warhammer, schwach. Sehr, sehr schwach. Es ist das Vorzeigeding für Dark Fantasy, wenn das nicht explizit unangenehm, bösartig und ekelhaft sein darf, was ja. dann? Das erwarte ich mir halt auch von Warhammer, dass es einen so ein bisschen die Zehennägel aufstellt beim Lesen. Ja, eben. Jetzt wünscht sich bei mir, dass ich Prinz Siegwald cosplaye, den Slaanesh-Champion. Oh. Also ich meine, ich gebe zu, der sagt mir insofern zu, dass er hat ja diese ikonische Schlachtrede, wo er They alle will not Wort know the safe word. Nee, kennst du die Schlachtrede nee. Von Prinz Siegwald? Das ist geil, das ist, der hat eine ganze Schlachtrede für so eine Questschlacht, ich weiß, wo er jedes Wort mit dem gleichen Buchstaben einleitet. Oh. Das ist eine 2-Minuten-Schlachtrede, die komplett alliterativ ist. Und allein das macht ihn, also er ist halt offenbar ein Schwätzer. Und deswegen fühle ich mich ihm verbunden. Das klingt sehr cool, doch. Okay, laufen die da oben einfach trotzdem noch weg? Ich glaube, diese schäbigen, feigen Halunken brauchen einfach mal ein paar Armbrustbolzen in die Fresse. Jetzt kommen sie. Ich find's mega lustig, dass man sich mit Nurgle einfach eine kleine Krankheit züchten kann. Die Mechanik finde ich auch cool. Ich finde Nurgles Einheiten halt einfach, die sagen mir nicht zu, aber die Mechanik ist lustig. Prinz Siegwald als Schwätzer zu bezeichnen, ist zweierlei. Zunächst eine Beleidigung, aber auch eine Untertreibung, sagen sie bei mir im Chat. Ja, das, also wie gesagt, der ist mir sympathisch irgendwie, der Typ. Archers! Guided by ancestors! Zhenyang sends us! Move as we! Also da oben lassen die sich gerade großartig von mir beschießen. Ja. Aber da unten bricht's weg, ne? Oh, stimmt. Krass. Dann versuche ich auch nochmal reinzugehen. Ich zauber hier mal ein bisschen Schadenresistenz für euch. Feuerwand von Cathay finde ich auch so geil. Das ist von uns? Ja. Ach du Scheiße. Wir haben auch so viel Mana. Fällt mir gerade auf. Ja, wir können richtig ballern. Mit Kislev hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich habe nicht genug Mana, um alles zu machen, was ich möchte. Und jetzt schenkt mir fucking Cathay einfach alles an Mana, was ich brauche. Also das hier läuft sehr gut. Ich kann wahrscheinlich gleich helfen kommen. Sehr gut. Das wird auch nötig sein. Weil hier wird's eng gerade. Oh, aber das könnte richtig reinhauen. Oh ja. Offspring of dragons! Dragons, hear my prayer! Leading the way! Sound the retreat! Fire in the blood! Defenders of Cathay! Jade warriors, defend the realm! Order and balance! Defenders of Cathay! Peasant archers!
muss aufpassen, dass mir die da jetzt nicht stirbt. Müsste ich unbedingt hier rausbekommen. Diese Feuerwand, ey. Das ist ja wohl einer der geilsten Zauber im Spiel. Das habe ich noch richtig schön hier durchgekriegt. Geil. Die ganze Armee richtig schön. Was? Geil. Ey, das gewinnen wir. Ja, das gewinnen wir. Ey, das gewinnen wir. Der Sieg. Was mannhafte Niederlage. Ja. Das gewinnen wir. Nur noch ihren Helden kriegen. Der ist noch bis, der ist noch relativ stark. Archers, bring in harmony. Wind and fire. And ja, ich bin hier. Ich habe ja zwei so Schwerteinheiten, die so krass reinknallen. Und ich schieße da eh schon voll drauf, aber die halten echt viel aus. Oh. Ja, der Plan war eigentlich zu verlieren, ja. Okay, aber da dürftest du jetzt echt gut Geld von bekommen haben, denke ich. Geil. Dankeschön, Juggernaut, für die 2 Monate. Ey, ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ja, meine Einheiten wollen echt nicht sterben. Sowas aber auch. Ach, stupid. Pain, kriege ich da jetzt gut Geld für? Das ist jetzt die wichtige Frage. Naja. Ich habe immer nur, naja. Also, das Problem ist, ich habe auch irgendwie keine Einheiten verloren. Die sind einfach nur richtig hart am Arsch, aber nicht tot. Ah, diesmal haben. Das heißt ja eigentlich, wir haben es gut gespielt. Das ist ja sonst eigentlich, was wir immer wollen. Jo. Der ist halt geflohen. Und ich schaff den aber, glaube ich, auch wenn ich ihn verfolge, nicht. Dreist. Das schaffe ich nicht. Aber jetzt kann ich, stimmt, jetzt kann ich Einheiten zusammenführen. Stimmt. Jetzt macht das auf jeden Fall Sinn, das zu machen. So, ich muss jetzt hier mal erstmal diese Bellen weghauen. Ah ne, wir sind noch immer in dem Zug, stimmt. Das war ja gerade deine Offensive, die du gemacht hast, um deine Truppen, ich sag jetzt nicht wegzuwerfen, aber irgendwo ja schon. Du Monster. Ich möchte an der Stelle anbringen, dass ich tatsächlich jetzt endlich im Plus bin. Geil! Ich habe meine Armeen zusammengeführt und zusammengepackt. Und jetzt habe ich noch eine Armee mit 15 von 30 Einheiten und mache 142 Plus. Sehr gut. Geil. Das war echt dringend notwendig.
Eine erfolgreiche Schlacht, also. Jawohl, damit ging der Plan auf. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Same. So, und jetzt habe ich da unten... So, da ist eine Einheit bei meinem Schlangentor, aber mein Schlangentor schafft das mit der Garnison, glaube ich, alleine. Das größere Problem ist dieser wundervolle, nette Mann da unten. Den ich da jetzt in diese Ecke gesetzt habe und bei dem ich mir jetzt erwarte, dass der mich nächste Runde angreift, weil ich einen Anfall bekomme, wenn er es nicht tut. Ich habe auch so, ich habe hier so eine dumme Rebellenfraktion, die in ihrer mega befestigten Hauptstadt hockt und einfach nicht angreifen will. Und ich krieg die Garnison halt nicht klein und er kommt immer wieder mal kurz raus und dann da, okay, kämpfen, komm, Feldschlachten. Dann rennt er wieder weg, wie so ein Sackgesicht. Das ist so schlimm. Diese Dissidentenfürsten. Wie kann man sich denn einen Dissidentenfürst nennen und sich dann jeder Dissidenz verweigern? Jetzt wird's aber persönlich. Ja, das geht doch nicht. Pia hatte Größenwahn, war teuer, wurde gefixt. Ich habe keinen Größenwahn. Die haben mich als ihre einzig wahre Herrscherin anerkannt. Das ist ja nicht meine Schuld. Das stimmt. Shuyoka wurde zum Riesendrachen und musste ihre Truppen wegrationalisieren, um ihre teure Mauerarmee zu finanzieren. Das ist alles eine Lüge. Ich habe nichts wegrationalisiert und... Ich weiß ja nicht, Pia. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, warum sich niemand für mich freut gerade. Ich bin einfach riesig und alle haten mich dafür. Was ist denn mit euch? Liebt eure Königin. Es wurde nur zusammengelegt. Ich habe keine Truppen entlassen. Ich habe sie im Schmiedeeisen schmieden lassen. Also, nee, warte mal. In der Hitze und der heißen Schmiede des Gefechts. In der Kriegs... keine Ahnung. Mir fällt kein gutes melodisches Wort ein. Ihr wisst, was ich meine. Oh je. Das hatte ich noch nie. Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass die Orthodoxie obsiegt hat. Also und doch, das kommt schon. Echt? Ich habe jetzt immer die Eiskönigin. Oh, und jetzt, gerade wo wir uns sicher wählen, kommt das erste Mal, kommen gleich bald die Dämonenportale. Ja. Jetzt kann ich den nicht weiter jagen, weil da oben so Oger in mein... Ja gut, das sind winzige Ogerdinger. Kriege ich den jetzt? Ich krieg den nicht. Maurice, ich krieg den nicht. Der rennt die ganze Zeit weg. Das tut mir leid. So, ich werde jetzt mal mit diesem Karawanengeld mache ich mir jetzt auch mal endlich eine zweite Armee. Ich kriege ihn nicht. So, was hat denn mein Charakter für Zauber? Er hat wohl die Lehre des... Ich bin doch Yang, ne? Er hat die Lehre des Yang, würde ich mal vermuten. Rostfluch, Stärke des Yang. Er hat Metall, der hat, glaube ich... Nee, er hat die Stärke des Yang. Oder? Das heißt, ich muss jetzt Yin für meine Kommandantin mal machen. You're fortunate indeed to gain my attention. My siblings conspire against me. Brauch auch Yin. Ist doch super. Ich sehe leider nicht, ob Kunden. Ah, doch, da. Gewürze, strategische Position, Mauerstärke 100%. Aber ich sehe nicht, ob es eine Gold. Doch, da. Gold. Ja. Kunlan hat eine Goldmine. Jawohl. So, und jetzt rekrutieren wir hier richtig eine zweite fette Armee. Da habe ich Bock drauf. Dass ich den einfach nicht erwischt bekomme. Und da jetzt einfach abfangen spielen muss mit dem.
erect a shrine to our ancestors. Oh. Ist das der Züchterclan? Ich glaube, ne? Nee, Spittle ist da. Das ist auch nicht schön. Spittle habe ich jetzt auch nicht so Bock gerade. Kein Geld für Gebäude ausgeben. Jetzt ist gerade Zeit für Armee-Rekrutierung. Ja. Dann tun wir mit zwei Armeen, gehen wir hier rein, geben denen auf die Nase. Ich würde gerade gerne Karawanen senden, aber das Geld dafür habe ich gerade nicht. Ich habe schon gesehen, was es für mögliche Gebäude gibt in der Mauer. Zeug sowas. Das erinnert nichts daran, dass ich dafür kein Geld habe gerade. Tunk marschiert hier durch mein Gebiet. Der heißt einfach nur Tunk. So, jetzt läuft er wieder zurück rein. Warum kann der denn da über den Fluss laufen, aber ich nicht? Vielleicht, weil er geheime Rebellenpfade kennt, die dir verborgen. Oder weil er es blockiert hatte, weil er da steht. Die haben ja so der läuft die ganze Zeit den Fluss rauf und runter. Wow. Einfach nur hin und ich muss immer drum herumlaufen und deswegen erwische ich ihn nicht. Was für ein Sack. What? Eine Händlerin von der Elfenbeinstraße bittet respektvoll um einen Tausch. Sie behauptet, den Grundstein der großen Bastion zu haben, der zu Beginn der Bauarbeiten gestohlen und erst kürzlich ausgegraben wurde. Dieses Objekt besitzt wahrhaft alte und ehrwürdige Macht. Ich kann den entweder zur Bastion zurückbringen, dann bekomme ich Kontrolle +3 auf lokale Provinz. Oder ich kann den Händler erpressen, dann bekomme ich Führerschaft -3, aber dafür 2000 Gold. Ich glaube, du brauchst das Gold gerade, oder? Nee, ich bin aber ja jetzt wieder neutral. Ich muss hier gerade mal... Der Wandler der Wege rückt gegen euch vor. Agenten des Zinich haben die Bevölkerung eurer Siedlung manipuliert. Sie haben neuen Meistern verbunden. Ich habe die gerade erobert gehabt hier, in mühsamem, langem Kreuzzug. Jetzt gibt Zinich meine Siedlung einfach irgendeiner Chaoskriegerfraktion. Alter, das ist ja mega ärgerlich. Einfach so? Ja, einfach so. Der hat ja diese Fähigkeiten. Und das Einzige, was das am schlimmsten macht, ist, dass ich gestern die ganze Zeit mich darauf gefreut habe, das mal gegen euch machen zu können. Aber in dieser Mini-Kampagne, die ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass du dahin kommst. Aber jetzt macht er das. Und vor allem, ich bin doch nicht mal dein Problem, Zinich. Was soll denn das? Also, die Pia ist doch die dir immer auf die Fresse gibt. Die ist viel größer als ich. Ich habe nichts gemacht. Du hast doch Zinich platt gemacht vorher. Nein, der sah nur aus wie ein kleiner, erbärmlicher Zinich. Ach so, okay. Das ja, war kein großer, glaube ich. Ja, aber trotzdem. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, was hier gerade der Stress bedeutet. Ich laufe hier nur von Siedlung zu Siedlung. Ich habe nichts getan. Zinich ist halt ein klassischer Chaosgott. Er bestraft die ihn richtig großartig finden. Und ärgert sie damit. Ich finde das unfair. Ich hätte mich dem Ziehen doch jederzeit angeschlossen. Warum jetzt sowas? Der Plünder ist diesen Sack hier, komm. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ihr geht mir alle auf den Sack. Ich will jetzt Rache. Jetzt, also das ist doch, es hat doch alles echt, also... Diese schäbigen Rebellen und gerade wenn man sie in den Griff kriegt, kommt Zinich. Ich meine, so fühlt man sich wirklich als Kathai-Herrscher, ne? Gerade wenn du denkst, so, die lokalen Probleme sind allmählich in den Griff gebracht von unserer Bürokratie. Oh, suddenly Chaos Gods. Ach, verdammt. Jo. Ist wirklich so.
Gott. Ich werde mal kurz einen Kaffee machen und aufs Klo gehen. Jawohl. Aber durch. Du kannst also dann gerne weitermachen. Jawohl. Ich bin heute schon so früh aufgestanden und ich merke es gerade total, wie schläfrig ich deswegen gerade vor mich hinschläfe. Aber ich werde bestimmt gleich wieder ein bisschen munterer werden. Vielleicht ein bisschen Fenster aufmachen. Das ist, glaube ich, nie verkehrt. Ich habe jetzt auch sehr oft diesen Schlafsaal, den ich echt nicht brauche eigentlich. Muss ich gleich gucken. Ja, und wir könnten das Schlangentor wieder fixen. Uns denn hier ordentlich Geld für das, was wir wollen. Dann schicken wir hier meine Karawane los. Und ich bin einfach sehr provokant und würde einfach noch eine. Ah, ich kann nicht beide auf einmal losschicken. I see. Und die Runde beenden. Ihr habt gerade Sturm. Ui. Trinkt unsere liebe Schioka denn keinen Kaffee? Mm-mm. Ich bin nicht so eine Kaffeetrinkerin. So. Das machen wir weg. Das müssen wir spielen. Wir keine Einheiten verlieren gerade. Mach mal eben das Fenster auf hier, bis Maurice wieder da ist. Bisschen frische Luft. Mein Wecker ging halt heute leider schon um 6.30 Uhr. Und das, nachdem wir gestern bis 11:30 gestreamt haben und danach noch Hunde rauslassen musste und alles drum und dran. Und ich habe damit heute nur 5 Stunden geschlafen. Also war es um den Dreh. Und das merke ich gerade extrem. Also die Woche hat das echt in sich. Also ich bin voll motiviert. Ich habe auch mega Bock noch weiter zu spielen, aber ich merke gerade voll, dass die Müdigkeit ein bisschen kickt. Ich werde mir wahrscheinlich gleich eine Cola holen mit ein bisschen Koffein und hoffen, dass ich dadurch noch ein bisschen munterer werde. Ja, ich habe die Hunde auch wieder reingelassen. Die mussten nicht draußen bleiben. Das stimmt, zieht durch ganz Deutschland. Dass er durch ganz Deutschland zieht, weiß ich. Aber bei uns war es halt so gestern krass. Hallo. Hallo, wir müssen hier etwas kämpfen. Tatsächlich, obwohl es ein entscheidender Sieg ist. Ja, mir würden 2 Einheiten komplett wegsterben. Ja, dann. Das ist eine ziemlich blöde Berechnung, leider. Dann hauen wir die schnell tot. Das ist ja. Du weißt, Pia, wenn ich eins immer gerne mache, ist es Oger wegklatschen. Also je mehr die noblen Lande von Cathay bereinigt werden von Tunk und seinen
seinesgleichen, um es mal so zu sagen, desto besser ist es ja meiner Meinung nach. Das ist sehr schön formuliert. Ach, es kommt noch ein Sturm. So viele Stürme ziehen gerade. Ich guck gar nicht, was für Stürme gerade wo wie sind. Was ist das denn für eine faszinierende Map? Diese. Was ist denn das? Dieses komische. Kornkreise. Ja, aber. Nee, das sind Reisfelder, oder? Ja. Ja. Ich glaube, das sind Reisfelder. Sieht doch voll cool aus. Jau, jau. Vor allem dachte ich halt irgendwie, dass es irgendwie. Also es sieht halt aus, als wäre das irgendeine spezielle Location, aber es scheint einfach eine normale Regionsmap in Cathay zu sein. Wie cool. Bei mir fragen sie, ob es Kornkreise im Sinne des Chaosgotts sind. Ich glaube, es sind hier einfach nur Kornkreise. Ach Gott. Chat. Ich weiß nicht. Also, wessen Leute sind das, diese schlimmen Wortspielmacher? Sind das meine oder sind das deine? Weil laut Twitch-Statistik bist du ja die Streamerin, also der Kanal, mit dem ich die größte Überschneidung an Zuschauern habe. Das wundert mich wenig. Die kommen jetzt anscheinend halt langsam rüber, diese Wortspielleute. Und noch schlimmer ist natürlich, ich weiß, es gibt noch eine andere Quelle, wo sie herkommen, eine ganz andere Quelle. Denn der König der absurden Wortspiele ist ja Nils von den Rocket Meals, mit dem habe ich auch schon ein paar Streams gemacht. Vielleicht sind die auch von ihm. Das sind alles Nils-Menschen, sagt mein Mod auch gerade. Das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Ich glaube, die bösen, schlechten Wortwitze hat man bei mir auf jeden Fall auch. Aber bei mir sind es die schlechteren Wortwitze. Also wir sind, was heißt Wortwitze? Okay. Wir sind mehr so die Dad-Joke-Fraktion. Ah, okay. Genau. Verstehe. Aber ich mag das. Ich liebe Dad-Joke-Humor. Das ist ganz mein Vibe. Ja, dann fühle ich mich geehrt, dass die Nils und die Pia-Menschen ihren Humor in meinen Chat tragen. Steht gerade da. Bei Pia vor allem auch viele Dad-Jokes, ja. Bei mir wird noch gesagt, und da kann ich nichts zu sagen, weil mit ihm hatte ich aber du ja schon, Dalu gäbe es auch noch. Wie ist der Humor der Dalu-Community? Ja, der ist nicht so wortwitzemäßig, der ist so schleichend. Schleichend bissig. Verstehe. Aber und sarkastisch. Dalu ist schon sehr sarkastisch. Also, Dalu schafft es irgendwie, sarkastisch zu sein, ohne dass man es ihm böse nimmt. Der wirkt auch, während er sarkastisch ist, unfassbar nett. Das ist eine ganz komische Kombination. Eine ganz ungeheure Kombination. Wir haben hier Fans des Dalu-Humors im Chat. Tatsächlich muss ich aber natürlich sagen, wenn sich Dalu-User durch schleichenden Sarkasmus auszeichnen, könnte ich sie vielleicht nicht unbedingt von meinen eigenen Usern unterscheiden. Ich glaube, die sind auch durchaus so. Oh Gott, jetzt steht da drin, Dad-Jokes, ganz mein Vibe. Ja. Das ist furchtbar. Das hat nichts mit Frauen zu tun. Ich hab versagt, dieses englische Wort nicht so. Die Humorkorruption ist groß. Gut, also ich bin bereit. Ich habe dir Sachen gegeben. Es sind keine starken Einheiten. Es sollte sehr entspannt gehen eigentlich. Möchtest du von deinen Einheiten auch noch was zur Unterstützung packen oder gar nichts mehr? Ach, da hinten, können wir gerne machen. Ich hab keine Nahkämpfer, aber ich kann ja noch ein paar Fernkämpfer hier so. Nee, eher nochmal da hinten. Ja, dann müsste das gemacht sein, auf jeden Fall. Die Reiter kann man ja vielleicht so hier an den Rand. Dann, let's go. Auf geht's. Mein Chat spielt das Unschuldslamm, weil ich ihnen schleichenden Sarkasmus vorgeworfen habe. Das kauft euch niemand ab, Leute. Andere sind offener, andere gestehen. Sie haben gerade mich und Dalu offen. Ja, das passt wiederum. Dann kriegt ihr die doppelte Ladung schleichenden Sarkasmus. Spicy, dankeschön. Dafür soll ich mich muten, aber ich habe... Nee, alles gut. Es muss nicht gemutet werden, wenn hier guter Content gewürdigt wird. Oh.
werde ich ganz unsarkastisch rot. Ich werde dir zu Ehren einen Oger zur Strecke bringen. Bitte, das wäre großartig. Das wäre wundervoll. Ja. Sie haben sich schon gut postiert auf dem. Ich meine, es ist aber auch doch eine. Ich meine, also diese Reisfelder haben ja offensichtlich nicht die Oger angelegt. Sie nutzen unsere kathayanischen Reisfelder, um Deckung zu nehmen vor unseren kathayanischen Geschossen. Also alles daran ist moralisch verwerflich. Oh, ich sehe, du entdeckst auch gerade die Feuerwand für dich. Ah, jetzt weiß ich, wie die geht. Okay. Alter, das ist einfach nur cool. Die haben so coole Zauber, Kathay. Das ist echt einfach eine coole Fraktion. Die hat irgendwie in allen Bereichen coole Sachen. Ja. Die hat coole Fernkämpfer, coole Artillerie, coole Zauber. Und ich glaube, sie hat, ich meine, davon habe ich so nicht so viel gesehen, aber diese eine Einheit fliegender Kavallerie, die ich da hatte, fand ich schon auch ziemlich geil. Oh, pass nur mit deinem Helden auf. Der wird gerade von einem Oger. Nee, dem geht's gut. Der hat jetzt Rettungszauber, Schadensresistenz plus 44%. Die steht da vorne. Ja, rennen sie wie die Hasen, das Ogergesocks. Oh, die Verstärkung kommt aber. So, jetzt gehen wir einen Schritt zurück mit ihr. Weil meine anderen Einheiten da drauf stehen. Also wieder diese Berechnung, ey. Ja, weil die halt unhealthy waren, ne, die Einheiten. Mhm. Und dann wird immer gegen einen entschieden. Mein guter Freund und Kollege Fabiano, mit dem wir übrigens am Montag podcasten werden, ist großer Fan der Oger. Und das ist immer so die eine Sache, weil er ist ein unglaublich kultivierter Mensch und ich krieg das immer nicht unter, wenn er dann damit ankommt, dass er gleichzeitig Oger-Fan ist und mir das auch noch so reinreibt wie so ein ganz schlechter Mensch. Das ist eine Dissonanz, die ich noch nicht verarbeite. Wie funktioniert habe. Das, dass man Oger-Fan ist? Das können wir ihn beide fragen am Montag. Ich meine, ich habe das in meinem Stream jetzt auch schon von einigen Seiten gehört, dass die Leute so ultra begeistert davon sind, dass Oger reinkommen und das so mega cool finden. Und ich bin immer so, Ja. Mega begeisternd, auf jeden Fall. Voll. Nichts will ich mehr als eine Horde primitiver, keulenschwingender Fettsäcke zu spielen. Fleischhacker. Also, sie heißen ja sogar Fleischhacker. Diese Einheiten heißen ja mit dem Nachnamen teilweise Fleischhacker. Das ist doch nicht mal eine Beleidigung für die Oger. Vorher hieß einer Grütze, literally. Das war der ganze Name dieses Helden, Grütze. Wie kann man denn Fan von Grütze sein? Also die Grütze zum Essen finde ich schon gut. Aber, ja gut. Weiß nicht. Ich heiße das alles nicht gut. Deswegen töten wir sie jetzt auch. Henno und Sterzig waren auch sehr angetan für den Oger, wird geschrieben. Ach, ist Hennos Total War Warhammer Video raus? Das habe ich dann noch gar nicht. Das muss ich mir noch angucken. Geil. Also, ich habe ja mit Sterzig und mit Max ein bisschen privat jetzt Total War gespielt. Ach, und cool. Da haben wir die Chaos-Götter-Fraktion ausprobiert. Mhm. Und da ganz große Fans von Zench. Von den Einheiten, die so ultra schnell sind und fliegen können und halt überall abfacken. Ja, sehr gut. Dann sind sie meinesgleichen. Und Max spielt gerade Nurgle und redet die ganze Zeit nur davon, wie widerlich alles ist. Ja gut, das ist auch so. Ja. Aber ich habe mich da auch voll gefreut, weil er halt gefragt hat, wir spielen am Mittwoch, haben wir mal so ein bisschen Privatzockerabend. Zur Spandauer Truppe und gucken, dass wir so ein bisschen für uns spielen, ohne dass da jetzt die Kamera drauf gerichtet ist quasi. Ah. Und ich habe mich sehr gefreut, als da in die Gruppe gefragt wurde, ob so eine Warhammer-Runde entstehen könnte, weil das jetzt rausgekommen ist. Und ich war so, nein, gar keinen Bock. Ja, das stelle ich mir fantastisch vor. Ja. Sehr cool. Ja, ist ein guter Geschmack auf jeden Fall. Ja, absolut. Kriegen wir den noch getötet? Nee, ne? Der kommt da raus, der Bollbauch. Bollbauch, schon wieder, ne? Es ist halt. Ja.
Ich finde es auch geil, dass, also ich weiß nicht, ob das nur die Grafik ist oder ob das die Lore ist, aber dass Nurgle seine Krankheiten in so einem Suppenkessel auskocht. Finde ich auch mega witzig. Dass er dann über diesem Kessel sitzt und dann kannst du da deine Krankheit zusammenrühren, bevor du sie verbreitest. Das finde ich cool, ja. Wie so ein Gulaschtopf von der Oma. Ja, und jetzt kriege ich die da weggewiped. Das war gut. Wird mir auch gesagt, der Seuchenkessel ist in der Lore beschrieben. Tatsächlich kommt jede Krankheit der Welt von da. Die Warhammer-Lore ist einfach fantastisch. Ich mag das, wie konsequent da immer alles so gedacht wurde, okay. Wie extrem können wir es machen? Ja. Mhm. Ich finde das einfach einen coolen Ansatz, eine Fantasy-Welt zu bauen. Es ist extrem cool. So, wir heilen uns jetzt mal hier und dann geht's da nach unten. Es wird Zeit, Nan-Li auch zu seiner rechtmäßigen Herrscherin zurückzuführen. So, ich mache jetzt dem hier ein bisschen. Wir plündern hier weiter, das finde ich ganz gut. Wir können gerade nicht wirklich was ausbauen, dafür haben wir nicht das Geld, aber... Und dann holen wir uns Shangyang mit einfach zwei Armeen. Und dann machen wir da dem Geld dann... Hallo, Lunatic! Oh, gut, finde ich gut. Gefällt mir alles, was hier passiert. Also es geht etwas langsam, aber... Aber es geht. Ja, solange es geht. Ich habe eine sehr einseitige Harmonie leider gerade. Das ist auch ein bisschen durch die Übernahme der Fraktionen entstanden. Oh, ich bin auch gerade sehr im Yin, da muss ich mal gucken. Also nicht sehr, aber gerade so eins zu viel. Die Kassai-Mechaniken, die mag ich echt gern. Ja. Ich finde, die spielen sich cool. Ich fand jetzt tatsächlich eine Sache, die ich in der Praxis weniger cool fand, als ich zuerst dachte, ist die Dämonenprinz-Mechanik mit den verschiedenen Mutationen. Dankeschön. Weil die sind zwar optisch alle mega cool, aber es läuft schon sehr viel darauf raus, dass du irgendwie so ab... Und das könnte zum Beispiel... Günther könnte das sicher, dass du so abwägen musst, okay, ist jetzt... 5 Waffenstärke besser als plus 7% rüstungsdurchdringender Waffenschaden. Min-Maxing. Die Nörgelflügel geben mir 20% Ansturm, aber die Kornflügel 15% Waffenstärke. Und es ist sehr viel solche Abwägung für 15 einzelne Körperteile. Und ich würde eigentlich gern einfach nach Optik gehen für meinen Dämonenfürsten. und Fashion Warhammer spielen. Aber, Fashion Warhammer und dann guckt er Nurgle an. Ich glaube, die Chaosgötter halten nicht so viel von Fashion. Ja, das ist ja das Problem, genau. Der hat schon wieder eine neue Armee da unten, das kann doch nicht sein. No! Dragon-blooded Shugenga. Cathay needs them. Make your ancestors proud. Ich kann halt jede Runde Einheiten töten, ne? Das ist so strong. Also ich verstehe nicht genau, warum die Leute sagen, dass das halt schlecht ist, dass man hier startet, weil man dauernd kämpfen muss. Ich level meine fucking Einheiten so schnell. Also ich komme auch nicht weg. So, ich habe auch keine Zeit, mich um andere Dinge zu kümmern. Aber ich level gerade so krass rein einfach. Es wird übrigens bei mir im Chat, wirst du kritisiert, Pia, für eine Aussage, die du ja tatsächlich hättest besser wissen müssen, als ob Slaanesh keinen Style hätte. Slaanesh ist das totale Fashion-Victim, wird gesagt. Also ich würde ihn nicht als Victim von irgendwas betiteln. Das stimmt, Das ist mal der erste Kritikpunkt an Maurice Chat, den ich hier zurückwerfe. Oh, also das würde ich, ist eine schwierige Aussage für einen Gott.
Und ja, also ich glaube, es ist, also ich bin ja jetzt nicht unbedingt gläubig, aber Slanish ist für mich kein Victim, er ist mehr ein Trendsetter. Ich glaube nicht, dass es bei ihm Fashion ist, es ist einfach Überzeugung und die sterblichen Unwürdigen sind dann in dieser Schmach und passen sich dem einfach blind an. Ich weiß nicht, ob man da von Fashion sprechen kann. Es ist eher Züchtigung. Pia, ich bin von deinem Plädoyer 100% überzeugt. Mein Chat auch. Boah, Kritik, aber leider hat sie recht. Da muss ich zu Kreuze kriegen, schreibt Schlachtfest. Der Mensch, der das Fashion Victim Statement auch gepostet hat. Also, ja, also sowohl der Maurice als auch der Maurice Chat müssen einfach jetzt dir hier recht geben. Wir müssen kämpfen. Jawohl. Wir müssen kämpfen. Oh nein, meine Karawane wurde angegriffen. So dreist, dass man da nicht angezeigt wird, wie stark man ist. Ich find's mega cool. Der Oger, ey. Was ich an Kathay wirklich gerade sehr mag, dadurch ist dieses Gefühl, die Barbaren zu zivilisieren, dass du ständig mit diesen noblen Harmonietruppen diese Ogeraufstände niederschlägst. Das spricht etwas tief in meinem Herzen an. Dass man hat wirklich das Gefühl, man macht die Welt mit jeder Schlacht ein bisschen besser. Ich glaube, so haben sich wahrscheinlich auch irgendwelche römischen Kaiser schön geredet, was sie so gemacht haben. Ich finde das. Genau, jetzt kann man hier die Kamera drehen. Das ist schon cool. Alter, das ist mega nice gemacht. Und wie cool die Karte auch einfach aussieht. Und auch ich finde die Kartei-Einheiten auch so cool. Also, ich muss ja sowieso sagen, also, es ist ja schon häufiger so, ich verstehe niemanden. Oh, wir sind mega unterlegen von der Stärke her. Krass. Mhm. Tatsächlich verstehe ich aber niemanden, weil das ja immer wieder mal kommt, dass bei uns hier im Westen so die chinesischen Settings sind oft nicht so beliebt. Also Three Kingdoms war hier nicht so, dafür in China sehr beliebt, aber hier nicht so. Kathay, du hattest ja vorher auch so ein paar, auch durchaus ein bisschen komisch argumentierte Kommentare vorgelesen. Ich finde die einfach cool. Ich finde, also fernöstliche, mittelalterliche Soldaten sehen einfach cool aus. Diese Lamellenpanzerungen, die haben. Yo. Ich bin riesen Fan von antikem und mittelalterlichem China und Japan. Ich finde die so badass. Ich auch. Also ich finde es auch mega, mega cool. Und ich finde vor allem, dass es eine willkommene Abwechslung zum klassischen europäischen Mittelalter einfach ist. Ja. So, das ist alles immer relativ ähnlich dann trotz allem. Ich meine, geil, aber ähnlich. Und ich finde, das ist einfach eine willkommene Abwechslung. Mich hat kein Spiel je so dazu gebracht, mich so tief in ein neues Thema zu versenken wie Total War Three Kingdoms. Weil ich diese ganze Geschichte der drei Reiche mir durchgelesen habe und die chinesische Fernsehserie geschaut habe und alles, weil ich diese Epoche so faszinierend fand. Und diese chinesische Fernsehserie übrigens ist allein schon für manche, also die ist cheesy. Es ist zwar die teuerste chinesische Serie, die es je gab, aber die ist echt nicht an Game of Thrones oder sowas ran. Aber sie ist einfach für ein paar Momente und Sprüche ist sie großartig. Zum Beispiel gibt es einen Moment, als der Schurke Cao Cao eine Garnison von ihm, ich glaube 80.000 Mann, irgendwie mit List innerhalb von 2 Tagen besiegt wurde. Und er brüllt und es ist nur auf Chinesisch mit Untertiteln übersetzt, aber ich fand den Spruch so geil. Was? Es waren doch 80.000 Mann! Wenn es 80.000 Reisklöße gewesen wären, hätte er länger als 2 Tage gebraucht, um sie alle zu essen. Wie kann das passiert sein? Das ist echt gut. Das ist echt gut. Oh, das ist auch meine Art von Humor einfach. Oh, schön. So, sind wir bereit? Aber nun, Schlacht. Ja, lass mich kurz gucken. Meine stehen hier. So, wie teilen wir uns auf? Wer geht nach links, wer geht nach rechts? Ich habe auf Hälfte aufgeteilt. Okay. Dann. Also, dass ich auf beiden Seiten unterstütze, tatsächlich. Oh ja, ich sehe es gerade. Ich kann ja immer Leertaste drücken und dann sieht man es. Das ist ja sehr, sehr passend. Ah, das habe ich voll vergessen. Dass das geht. Und dann geht ihr noch hier hin. Und unterstützt noch hier. So, und die Flieger halten sich mal bereit, wo wir sie brauchen. Okay, ich bin bereit. Ich habe ein schlechtes Gefühl. I am prepared.
Oh Gott, da kommen noch mehr Einheiten. Oh ja. Guck mal, ob es was bringt, wenn ich mit der Kavallerie halt seinen Helden versuche, schnell rauszunehmen mit den Fliegern. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Nee, das sieht schwierig aus. Die wirken sehr, sehr überlegen. Ach, und was haben die da hinten? WTF? Das sind Oger mit Kanonen. Oh mein Gott. Das ist ja schlimm. Und sie schießen auf unsere Flieger. Ich bin schockiert. Bei mir bricht aber auch einfach die Armee instant auseinander. Ja, bei mir auch. Also diese Bauerneinheiten, wenn da so die Oger mal reinknallen, die sind irgendwie... klappen einfach zusammen, tatsächlich. Ich gebe zu, die Oger mit den Kanonen, die haben irgendwie was. Kannst du die Pferde auf diese Dinger schicken, auf die Bleispucker? Ja, ja. Ich habe sie gerade schon mit Bogenschützen unter Feuer genommen. Die sind auch schon relativ... Ja, genau, das habe ich nämlich auch, weil ich bin jetzt mit den Hellebarden an dem Boss dran. Ah, okay, das ist besser, ja. Und dann können wir die Schießenden da rausnehmen vielleicht. Ja. Weil unsere Armee sammelt sich gerade wieder. Und da drüben sind noch Bauernbogenschützen, die in den Wald gucken. Die müssen wir auch nochmal drehen. Oh, die sind geflohen. Ja, das habe ich auch bei ein paar. Die drehen sich dann so weg und das ist nicht so gut. Das ist bei mir auch. Aber das sieht gerade gut aus. Das sieht sogar tatsächlich ganz gut aus. Wenn die da jetzt nicht zerfallen. Wir haben den Helden gleich mit unseren Lanzen und Hellebarden. Ich schick mal die Reiter hier so ein bisschen hin, um diese Bogenschützen zu retten. Weil diese großen Horden da links, das sind ja nur diese Gnoblas, die können ja gar nichts. Sobald wir die Ogre-Einheiten haben. Ey, wir drehen das voll. Das ist insane. Krass. Habe ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich finde diese Flugritter so cool. Die sind echt cool gemacht. Die finde ich echt geil, von denen will ich mehr. Ich will jetzt auch mal ein bisschen mehr auf Kavallerie gehen, glaube ich. Da, rette die Bogenschützen. Ha! Geil. Oh nein! Da hinten schon wieder. Da hinten sind wieder diese Dinger. Kommst du an die Bleispucker dran? Ja. Geil. Auf. Dann muss ich die Bogenschützen nicht drehen. Wir töten die jetzt. Alter, das haben wir gewonnen. Holy shit! Ihr Oger! Ihr schäbigen Oger! Ja, die brechen immer zuerst und dann fangen sie sich wieder und dann geht's so. Aber es ist halt, glaube ich, immer am Anfang ein bisschen schwierig, weil die halt durch den Hinterhalt halt sofort in unsere Bogenschützen reinrennen. Und diese Bogenschützen pissen sich dann ein und laufen weg und dann kriegst du diese schlechte Berechnung. Richtig. Es ist gut, Oger zu töten. So. Da sind wir also wieder dran. So, ich mache jetzt einen zweiten Karawanenmeister. Okay. Und ich möchte jetzt hier runtergehen, aber ich kann das nicht angreifen. Das ist einfach zu viel Armee, glaube ich. Fate reveals a path.
It is my calling. The majestic defender. The defense effort has need. Lord of Yin and Yang. So, hier wird gerade nichts gebaut. Wie sieht's aus mit Pomei? Da ist gleich was fertig. Und was haben wir hier? Das sieht gut aus. The Lord Magistrate stands ready. An upper hand, indeed. Ach, beim Schlangentor könnte ich auch ein bisschen wieder was upgraden. Aber sehe ich gerade nicht die Wichtigkeit. Nun gut. Alter, meine Müdigkeit bricht so krass ein gerade über mich. Oh, ich brauche Koffein. Ich brauche ganz dringend Koffein. Aber spannend, ich finde, wir haben ja... Ja gut, wir haben nicht auf sehr schwer gestellt, sondern auf schwer. Aber es macht, finde ich... Selbst wenn ich jetzt dadurch mich als Loser oute, ich finde, es macht schon mehr Spaß, wenn es nicht ganz so zäh ist, wie unsere Warhammer 2-Kampagne war. Das war auch auf seine Weise cool, aber dass halt auch mal Dinge vorangehen innerhalb eines Streams... Ist schon auch schön. Findest du? Ja, also du nicht? Ja. Ich meine, stell dir mal allein, wie viele Oger wir getötet haben. Das ist ja, gut, allein das schon etwas Gutes. Die Karawane hält an, um ein Nachtlager aufzuschlagen, als ein Fremder sich zu euch gesellt. Die Wachen fangen ihn ab. Doch er bittet eine Audienz. Oh Gott. Mit dem Karawanenmeister. Er bietet euch an, der Karawane unbezahlt beizutreten. Je mehr, desto besser. Und sie zu beschützen. Boah, das ist ein großes Risiko. Jetzt habe ich hier so schön Druck gemacht und jetzt habe ich hier irgendwie ein nicht so gutes Gefühl bei der Armee, der ich mich da jetzt stellen muss. Warum nicht? Weil die schon ein bisschen heftig sind. Von der Größe her. Ich hoffe, dass die jetzt in mich reinlaufen. Es wird knallhart gesagt, für Pia ist das zu leicht, sagen sie. Nein. Der Chat hat eine hohe Meinung von dir. Also zu leicht würde ich nicht sagen. Es ist schon, es ist sehr entspannt und das ist völlig fein. Also ich bin gut unterhalten und darum geht das doch. Ich fand aber es nicht auch. Also ich meine, es mag am Koop liegen oder so, aber die Dämonenprinz-Kampagne auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad hat mehr reingezogen als Cathay, war mein Eindruck. Ich weiß nicht, wären unsere Fraktionen normalerweise Erzfeinde? Das ist eine gute Frage. Sie sind ja schon Rivalen innerhalb von Cathay, aber halt trotzdem auch beide Gegner des Chaos. Ich weiß gar nicht, wie das in der Singleplayer-Kampagne zwischen den beiden läuft. Naja, normalerweise bei Total War hasst sich alles eher, statt sich zu verbünden. So. Wir probieren jetzt mal hier diese Stadt jetzt mal zu nehmen mit den zwei Armeen. Komm, ich habe jetzt auch genug gewartet. Auf geht's. Das klingt immer gut. Also Krieg wow, klingt immer noch gut. Die verstärkt immer noch knappe Niederlage. Krass. Solo wurde mir vom Eisendrachenkrieg erklärt. Bei mir waren sie keine Freunde. Ah. Alter, hat der halt echt eine krasse Wo kommen Armee die plus 1300 her? Von der Armee, die in den erfrühten Pensionsaufenthalt geschickt wurde. So, wir probieren jetzt hier einfach mal. Genau, die sind verdunstet.
for the defense effort. Wenn du dir den dritten Teil jetzt holst und die anderen nicht besitzt, habe ich nur die Rassen aus dem dritten Teil, richtig? Du hast die kleine Karte in erster Linie. Darin spielst du trotzdem gegen die anderen Fraktionen, die nicht aus dem dritten Teil sind, aber du kannst, also du wirst Mortal Empires nicht haben. Und Mortal Empires, also Reich der Sterblichen, ist diese große Karte, die den ersten, zweiten und dritten Teil verbindet, wo dann alle Fürsten und so weiter drin sind. Also es macht für jetzt auf jeden Fall Sinn, zum Beispiel in den Xbox Pass zu gucken, weil da ist das Spiel gerade drinnen und für 1 Euro im Monat kannst du das da voll entspannt antesten. Und wenn du das Gefühl hast, yo, mir macht das Spaß und ich finde das geil, dann kannst du dir immer noch Warhammer 3 holen mit dem ersten und dem zweiten Teil, wenn die menschlichen, also wenn die große Karte da ist. Ja. Die menschlichen Reiche. Und ich würde auch grundsätzlich, also das spricht jetzt nicht unbedingt für mich, als ich habe gerade ein Placement mit Total War, aber um das vielleicht auch vorwegzunehmen, ich habe selbst alle DLCs. Ich würde euch aber dennoch empfehlen, wenn ihr mit Total War Warhammer anfangen wollt, dann ist die Priorität, dass man sich die Hauptspiele holt, damit man die große Karte hat und dann die DLCs mit den Fraktionen, die man selber spielen möchte. Du musst dir da jetzt nicht irgendwie 30 DLCs auf einmal holen und dann 300 Euro ausgeben, weil die Karte und die Kampagne und die Gegner verändern sich nicht, wenn du die DLCs nicht hast. Und du kannst auch mit deinen Freunden spielen, die andere DLCs haben als du. Die DLCs sagen nur aus, welche Fraktion du selbst spielen kannst. Und wenn du kein Interesse an Hochelfen hast, was völlig nachvollziehbar wäre, dann brauchst du dir ja nicht extra ein DLC mit mehr Hochelfen holen, weil die sind ja leider trotzdem im Spiel. Egal, ob du das DLC hast oder nicht. Und ich muss eben auch sagen, jedes von den Warhammer-Basisspielen bietet wirklich schon mal echt viele coole, diverse Fraktionen, die du... Also es kann halt sein, du liest dir die DLC-Liste durch und es gibt irgendwie... Und einer springt dich so an, okay, das muss meine erste Runde sein. Was weiß ich, bei mir könnte das, wenn er damals schon da gewesen wäre, Malus Darkblade zum Beispiel gewesen sein. Oh, Dämonen besser Dunkelelf, okay, mit dem will ich zuerst spielen. Aber grundlegend... Dann habe ich halt Malekith stattdessen, der fast genau, mindestens genauso geil eigentlich ist. Ja. Also, da ist echt viel drin. Und zum Beispiel, es wird auch gerade hier bei mir im Chat nochmal gesagt, ich gebe es fast schon ungern weiter, aber im Game Pass sind auch die Ogre schon drin. Aber ihr wisst, Leute, für jeden von euch, von meinen Zuschauern, der Ogre spielt, blutet mein Herz ein wenig. selbst wenn sie da sind, müsst ihr sie ja nicht spielen. Aber sie sind da, das ist ein korrekter Hinweis für eure Nutzenmaximierung. Es kann sein, dass wir jetzt gleich eine ziemlich krasse Schlacht bei mir haben. Mit zwei Armeen, weil ich vermute mal, er wird einen Ausfall machen mit seiner Garnison. Der dritte Teil geht komplett in den Korb, genau, ja. Also ich glaube nur der Prolog nicht, aber die ganzen anderen Sachen kannst du alle im Prolog spielen. Genau, und zwar mit bis zu 8 Spielern. Das ist halt wirklich die große Änderung. Und in Simulation, also man kann ja mal hier kurz ein Zwischenfazit ziehen. Es spielt sich doch so viel angenehmer, oder? Ja. Mit diesen Simultanzügen. Ja. So, jetzt haben wir hier eine richtig krasse... Moment, warum ist hier... Warum unterstützt meine Armee nicht... Warum? Why? Nicht nah genug dran? Ja, ich habe sie extra nochmal... Also, beim Angriff wären sie dabei gewesen. Vielleicht hat er diese Blitzangriffssache? Weiß das jemand, lieber Chat? Kann sich das gerade wer erklären? Warum ich hier... Ich mach mal kurz mein Fenster zu wegen den Störgeräuschen. Jawohl. Kann sich das gerade wer erklären, warum ich meinen Support nicht habe? Ist nicht im Radius, denn, aber... Hier nochmal zurück. Krass, okay, jetzt holt er halt dann die Armee dafür. Ah, nee, tut er nicht, okay. Chat sagt, wenn er Blitzangriff hat. Das kann auch sein. Mein Chat hat gesagt, ich war nicht im Radius, aber beim Angriff hätte ich den Radius. Meine Armee stand nah an der Stadt, aber nicht nah an meiner anderen Armee. Das kann natürlich sein. Okay, wir probieren das jetzt gleich nochmal.
Oh Gott. Ich muss auch noch mal eine Schlacht führen. Da möchte ja, jemand schon wieder Einheiten von mir fressen. Aber das kann ich automatisch machen. Ach, geil. Ich habe noch einen Astromanten bekommen. Ich brauche eigentlich gerade keine Astromanten. Oh Gott, da oben wird belagert. Dann kann ich hier unten gar nicht weiter Krieg führen, wie ich das gerne hätte. Meine Astromante. Ach hier. Was kann der denn? Ah, der hat eigene Fähigkeiten. The Emperor's chosen daughter. The heavens will provide. I forbid all hesitation. Guided by Jamon. Okay. Also wieder nach oben. Sonst wird mir hier oben gleich das Schildkrötentor eingerissen. Ja, das ist echt krass. Das ist wirklich so eine Dauerbelastung, das Tor. So, jetzt müsste es dann aber gehen. Hier jetzt belagern. Nee, doch, jetzt habe ich meine Support-Truppen, genau. Dann machen sie ihren Ausfall und da müssten sie dann kriegen. Aber ich tue die, glaube ich, jetzt doch nicht mehr rekrutieren. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Du bleibst in Lagerstellung. Das müsste jetzt aber passen. Oder Chat, das, wenn er jetzt hier ausfällt, müsste er doch eigentlich in beiden Fällen, müsste ich immer den Support von der anderen bekommen. Jawohl, genau. Dann hoffe ich jetzt, dass bald eine Karawane kommt. Die, du kannst das neu aufbauen, aber sie strömen dann halt ins Gebiet rein Geld und dann greifen wir deine anderen Sachen an. Sag mal, ich habe sie schon ziemlich ausgeschöpft für diesen Feldzug. Wow, check mal. Wow. Gibt es in Warhammer eigentlich sowas wie Indien, fragt bei mir jemand. Es gibt, genau wie Kathai, gibt es noch weitere Fraktionen, die so in der Lore mal so mit einem Satz erwähnt wurden. Und sehr offensichtlich, also bei Indien haben sie sich überhaupt keine Mühe gegeben, die heißt Ind, die Fraktion. Und es gibt auch noch Nippon, das ist Japan. Es gab Spekulationen, dass die auch noch irgendwann in Warhammer 3 kommen, aber aktuell ist das wohl von Creative Assembly schon dementiert worden. Ich würde es trotzdem nicht 100% ausschließen, wenn das jetzt mega erfolgreich ist. Ob dann werden sie irgendwann vielleicht sagen, ey, wir haben so viel Geld gemacht, wir machen jetzt nochmal die Karte erweitern und machen das nochmal. Okay, ich habe meinen Angriff abgebrochen wegen der Belagerung nach unten, weil ich dachte, da sind zu viele Einheiten oben. Und jetzt gewinnt meine Garnison einfach komplett entspannt dagegen. Und ich bin einfach umgedreht. Ich bin einfach umgedreht. Warum bin ich umgedreht? Das war ein bisschen stupid. So, die kriegen jetzt hier einfach weiter Verschleiß, bis wir sie platt machen. Together we shall maintain order and balance in the world. Na, was habe ich denn eigentlich hier für eine Quest? It is always prudent to maintain fruitful partnerships. Ich würde ja, aber das geht diese Runde noch nicht, aber vielleicht dann nächste Runde. So, und jetzt bin ich hier umsonst umgedreht. Das ist natürlich extrem ärgerlich.
Das heißt, ich laufe jetzt einfach wieder zurück runter, oder was? Ja, super. Ich laufe jetzt einfach wieder runter und habe einfach eine Runde verloren, in der ich nichts gemacht habe. Das ist ultra ärgerlich. Das ist natürlich ultra ärgerlich. Und der baut sich hier währenddessen immer weiter auf gegen mich. Aber immerhin weiß ich, dass die Tore halten. Also es ist nicht ganz furchtbar. Schlimmer wäre es gewesen, wenn das Tor gebrochen wäre und ich mich nicht bewegt hätte. Das wäre der Super-GAU gewesen. Also doch lieber so rum, ne? Doch lieber so rum. Habe ich noch was, womit ich einen Handel eingehen könnte? Nee. Need something done? Only if it benefits me. Ja, da kommen wir nicht ran, da ist der Handel noch nicht möglich, weil wir keine Verbindung zum Wasser haben. Ach, und wir sind da auf einer guten Strecke, dass ich da gleich wieder Geld bekomme. Das ist doch auch schön. Na dann. Na dann. Bei uns läuft's flüssig, ja. Wenn der Kompassbalken voll ist, kann man ihn ändern und der letzte Effekt bleibt. Der neue Balken steigt schneller, als der letzte sinkt. Oh, dann muss ich das Maurice gleich sagen. So. Jetzt müsste es bei mir, glaube ich. Mein Chat hat gerade geschrieben, wenn der Kompassbalken voll ist, kann man ihn ändern und dann bleibt der letzte Effekt und der neue Balken steigt schneller, als der letzte sinkt. Ah, cool. Dann sollten wir das tatsächlich machen. Sorry, Remix. Was dir, glaube ich, gerade gut was bringen könnte. Es gibt einen Effekt, der Feinden jenseits der Mauer massiv Verschleiß bringt. Oh, das muss ich wieder kämpfen. Jawohl. Sonst verliert meine Karawaneneinheit wieder eine Einheit. Gut, aber das dürften wir easy. Ja, das ist... Die Ogre wollen halt fressen. Und ich will nicht. Nee, das kenne ich. Da musst du dir gar nicht weiter erklären, Pia. Es gibt halt Prinzipien, die man hat. Als Verteidiger der Harmonie. Und, ja. Ich fühle mich so weird als Verteidigerin der Harmonie. Ich finde, diese Beschreibung passt nicht so gut zu mir. Aber du hast doch als diese Heldin auch noch gecosplayt. Das heißt, du hast ihre Identität dir aktiv zu eigen gemacht, Pia. Ja. Vielleicht auch nur den Größenwahnsinn davon. Vielleicht. Ich glaube, es war nur der Größenwahnsinn. Ah, stimmt, ich habe ja jetzt einen Söldner. Und mein Dude hat ein Pferd. Ey, was für eine coole Map übrigens gerade. Einfach im Hintergrund diese fette Burg. Guck dir das mal an. Wie geil. Holy shit. Ich habe einen Hochelfen in der Armee. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ach, du hast auch so einen. Ich hatte ja auch diesen Imperialen, so einen Söldner von einer anderen Fraktion. Ja, genau. Und bei mir ist das ein Hochelf. Das finde ich aber auch cool, dass das passiert. Ja, aber nicht, dass es ein Hochelf ist. Ach, du bist nicht nur Dunkelelfe, sondern bist auch wirklich derart aktiv Hochelfenfeind. Ich habe mein Morati ist mein häufigster Spielstart. Natürlich. Ja, das stimmt. Natürlich. Können wir ihn alleine vorschicken? Wow, ich meine, kannst du ja, ne? Also. Nichts hält dich auf, Pia. Ja, ich will auch gewinnen. Mein Hass für die Hochelfen ist nicht so hoch wie mein Bedürfnis zu gewinnen. Ja, bei mir ist. Es gibt so eine Ogre-Fraktion bei mir im Chat, wo ich echt nicht verstehe, wo die herkommt und warum sie meinem Content folgt. Aber gegen Ogre habt ihr die schönsten Maps pro Ogre. Was. Wo kommt das denn her? Also, wie kann man denn. Also, wie kann man denn so sein? Ja, nee, also vor allem, weißt du, wenn du Ogre
Fan bist, dann bist du doch so... Also es, man kann doch entweder kultiviert sein und Streams wie diesen schauen oder Ogre-Fan sein. Aber wie kann man denn beides sein? Das ist ja auch bei Fabiano so. Ich habe größten Respekt vor diesem Menschen. Ein enorm intelligenter, kultivierter Kollege. Und dann ist er Ogre-Fan. Ich krieg das nicht unter einen Hut. Weißt du? Das passt halt nicht. Vorne und hinten nicht. Ich muss das einfach... Weißt du, was mich dann immer beruhigt, wenn ich solche Gedanken habe? Ogre töten. Und das machen wir jetzt. Jawohl. Jawohl. Skandalöse Aussage von Maurice. Ich gehe mich jetzt mit Fett einreiben und bestelle mir 3 Eimer Fleisch. Wow. Gegensätze ziehen sich an. Ja, das könnte eine Erklärung sein. Ey, die machen wir ja komplett platt. Warum wollte er denn da eine Einheit wegnehmen? Unhealthy. Aber immerhin ist die Berechnung, also die ist halt nicht so kaputt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich die Kampagne gerade weniger zäh anfühlt. Die Berechnung ist nicht so kaputt, wie sie mit deinen Skinks war. Dass halt wirklich alles geschlagen werden muss, weil er dir gar keine Truppenstärke zugesteht im Auto-Resolve. Nee, der Hass gegen die Ogre war schon davor da, Solman. Das ist nicht meine Schuld. Also bevor das diesen Schuh ziehe ich mir nicht an, dass mir mein Streamer sagt, ich hätte das angerichtet. Das ist nicht mein Fehler. Das stimmt. Einer meiner Mods schreibt, Maurice, ich glaube, das ist ein Ausgleich. Manche Leute brauchen das, ob sie nun Sport treiben, basteln, lesen oder eben schändliche Ogre spielen. Ja, das kann ich verstehen. Das Mobbing wird immer schlimmer gegen die Ogre-Fraktionen. Ey, holy shit. Es wird auch gesagt, es sei Harmonie. Es ist das Yang aus dem Chat zu meinem Yin. Oh, das ist actually cute. Das ist eine echt süße Liebeserklärung zwischen Streamer und Chat. Und ja, der Chat sagt, er ist das Yang zum Yin. Das ist eine sehr, 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 finde ich auch, das gefällt mir. Ein anderer schreibt einfach, darauf spiele ich jetzt Ogre. Ja, mach doch Chrome, GJ, wenn du dir absichtlich die schlechtmöglichste Erfahrung in diesem Spiel geben willst, ja. Ich meine, es wird immer noch Spaß machen, weil es ein gutes Spiel ist, aber es ist trotzdem eindeutig der schlechteste Weg, dieses Spiel zu spielen. Dann kann ich dich ja nicht aufhalten, ne? Also. Ihr mobbt die Ogre doch nur, weil sie fett sind. Nee, da müsste ich ja Nurgle auch mobben. Und Nurgle finde ich mega geil. Und der ist noch 3-mal so breit. Also da ist es für mich völlig egal. Ich mobb die Ogre, weil sie, also in erster Linie, weil Speckos Goldzahn, den ich gestern gespielt habe, mit seinem extrem coolen Fahrzeug und ich dachte mir, mega nice und musste an die Grünhäute aus Total War Warhammer 2 denken und dann hat er das Ding bewegt und ich will eigentlich nicht das Wort bewegen dafür benutzen, weil es ist einfach wie eine Oma auf einem Rollator, die über eine Mauer kriecht und so tut, als würde sie kämpfen. Und ich bin aggressiv geworden daneben. Das verstehe ich. Das verstehe ich gut. Oh, jetzt kommen die Risse. Ui, da werden leider Sachen gerade auch vernichtet. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Interessanterweise ist es ja tatsächlich so, dass in dieser Kampagne, glaube ich, die Seelen nicht zusammengezählt werden, sondern einer von uns muss alle 4 machen. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, aber so ist es in den Siegbedingungen beschrieben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich zum Beispiel Slaanesh hole und du holst Tsinch. Und wir trotzdem, um zu gewinnen, jeweils den anderen auch holen müssen. Weiß ich gar nicht. Wenn wir die Seelen geholt haben, also kann die Seele nur einmal geholt werden pro Runde? Nee, also pro Reich tatsächlich nur einmal pro Öffnung. Aha. Aber... Und man hat ja auch tatsächlich keine Vorteile davon. Man kriegt nur halt die Schlachtbelohnungen. Diese Belagerung dauert jetzt hier noch etwas. Jetzt holt er seine dritte... Nee, das ist eine Karawane, okay. Ich krieg den da halt nicht rausgezogen. Ich hatte genau das gleiche Problem die ganze... Du hast genau das gleiche gerade, ne? So ein Rebell, der fett verschanzt ist, ne?
Das ist ganz schlimm, das habe ich auch. Und ich tue den Wein jetzt endlich mal, aber da arbeitet man ewig dran. Ganz, ganz schlimm. Was mache ich denn jetzt am besten? Gehe ich da rein? Traue ich mich, in das Reich der Dämonen zu gehen? Ich habe das noch nie gemacht. Also persönlich würde ich sagen, wenn du noch so viel hier an der Grenze stehen hast, wäre es gewagt. Weil ich mag du dann gewagt. Deine Hauptarmee derweil nicht benutzen kannst dafür. Ja klar, ich gehe da mit meiner Hauptarmee rein. Oder so, oder so. Was soll ich denn sonst machen mit der Hauptarmee? Ne, ich dachte, du bist noch mit diesen Rebellen da beschäftigt. Die sind vielleicht mit mir beschäftigt, aber ich nicht mit ihnen. Okay, okay. Ne, also klare Ansage. Dann do it. Wohin gehen wir zuerst, Leute? Blutgott, Seuchenherrscher, dunkler Prinz, also, Hexer. Dunkler Prinz soll mit Abstand das einfachste sein. Seuchenherrscher und Hexer sind die beiden schwersten, soweit ich das mitgekriegt habe. Also das Reich des Nörgel vor allem ist wohl einfach pure Pain. Während Starnesh kannst du ja selbst, wenn du verlierst, noch Belohnungen abstauben. Dann probieren wir es vielleicht mal erstmal mit dem Leichten, wenn ich es noch nie gemacht habe. Das Reich des Chaos. Ein Ort ohne Bande. Oh, jetzt habe ich ein Intro, ich melde mich kurz. Dimensionen haben keinerlei Bedeutung hier. Standard, Michel. Slanesh ist einfach, man darf sich nur nicht verklicken, du Halunke. Doch es gibt einige Regionen, in denen keine der Mächte der Verderbnis vorherrscht. Dazu gehört auch die Schmiede der Seelen, wo Bellacor lauert und Ursun verendet. Bis wir jedoch die Seelen von 4 Dämonenprinzen haben, bleibt dieser Ort unerreichbar. Das Reich des dunklen Prinzen. Versuchung, Lust und Völlerei im Überfluss erwarten euch in diesem Reich der Sehnsüchte. Es wird nicht einfach, sich Slanishs Champion zu stellen, denn ihr müsst ihn in den 6 Kreisen der Verführung aufsuchen. Seid gewahr, dass ihr auf eurer Reise ins Innere Verlockungen begegnen werdet, die eure reizlose Vorstellungskraft übersteigen. Im Zentrum ragt der Palast des Slanesh empor. Ein Monument der immerwährenden Begierden, Exzesse und Ausschweifung. Das ist schon episch. Der Palast des Slanesh. Bahnt euch euren Weg durch den Palast des Slanesh. Im Herzen des Reichs des dunklen Prinzen und verwickelt die Kurtisanen in einen Kampf. Die 6 Kreise der Verführung. Betretet jeden Kreis der Verführung durch die Tore. Wenn ihr nach dem dargeborenen Reichtümern und Sünden greift, werdet ihr aus dem Reich geworfen und büßt jeglichen Fortschritt ein, doch die Belohnung bleibt euer. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt im Reich des Slanesh und es macht mir Sorgen. Oh Gott. Ich hatte mir das ein bisschen entspannter vorgestellt. Okay, diese Runde bin ich jetzt eh erstmal nur am Stehen. Ich kann eh noch nichts machen, weil ich gerade erst drüber gereist bin. Aber da muss ich, also ich will ja meine Verbündete absolut nicht kritisieren, aber schon die Frage stellen, als du in das Reich eines Chaosgottes eingedrungen bist, was genau hat dich mit dem Wort entspannt da das in Verbindung gebracht? Ich finde Sanisch ziemlich cool und irgendwie bin ich wohl mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass der mich zumindest ansatzweise so cool findet, wie ich ihn. Ach so. Aber das ist nicht so ganz der Fall und das ist sehr schade. Verstehe. Ich glaube, er versteht leider einfach nicht, dass wir extrem gute Buddies sein könnten. Aber die Lektion musst du ja vorher auch machen, ne? Als Ziench meine Siedlung verschenkt hat. Ich dachte mir auch so, ey Ziench, wir sind doch Bros, wir sind doch tight, habe ich gedacht. Mhm. Und er so, ne. Fick dich, Maurice. Genau, das ist genau das. Und es ist auch, also es tut auch weh. Ja, schon, das hat, ich fühle es so sehr. Es tut auch weh. Es schmerzt, tief im Herzen. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, vor dem ich halt stehe. Weil jetzt bin ich da und irgendwie wirkt es nicht so nett, wie ich dachte. Aber damit muss ich wohl rechnen.
Gott, jetzt kriege ich diesen blöden Rebellen da unten nicht raus. Die sind so nervig, wenn die sich mal in ihrer fetten Garnison verschanzen. Kommst du einfach nicht durch? Ja, ich habe ewig eine zweite Armee ausgehoben und belagere jetzt halt, um die auszuhungern, weil das so krass ist. Ich verstehe es, das ist wirklich, also... Und bei mir ist es ja auch noch eine Hauptstadt, das ist doppelt schlimm. Nee, das habe ich Gott sei Dank nicht. Boah, das bräuchte ich auch nicht gerade. Aber der traut sich nicht raus, der ist bald weg. Aber ich gehe auch gerade gut ins Minus. Meine Karawane könnte jetzt echt allmählich mal... Oh ja, in zwei Zügen ist eine Karawane. Das ist perfekt. Super. Dann wird die Staatskasse wieder aufgefüllt. Es tut bei Slanish weh, really? Ach komm, Chad. Ach komm, also Chad. Kennst auch wohl du das Safe Word nicht, Pia. Ich kenn offensichtlich das Safe Word nicht. Ah. Ach, Chad. What shall I say? Ich muss mir gleich ganz dringend Koffein reinknallen. Ja, gerne. Meine Müdigkeit ist so, ich bin so motiviert und ich bin so müde und es ist so eine beschissene Kombi. Es geht mir auch gerade so, also die letzten zwei Wochen, ich meine, viele der Sachen haben wir ja gemeinsam gemacht, deswegen haben wir eine sehr ähnliche Situation. Wir haben halt echt geballert und ich bin gestern auch so ins Bett gegangen, so mit so einer Mischung aus mega geil, was alles noch ansteht, aber gleichzeitig, oh fuck, da ist ja fast kaum noch irgendwo entspannte Freizeit mit drin. Ja. Also kennst du bestimmt diese Mischung aus fetter Motivation und so ein bisschen so, oh, ein bisschen schlucken müssen, was doch alles so kommt. Aber es ist natürlich auch eine geile Zeit. Also der Monat ist halt, also gerade für mich, wir hatten es ja schon mal, der ich halt gerade jetzt so auf Twitch angefangen habe, das Timing ist halt gerade für mich so gut, dass so viel für mich geiles Zeugs passiert. Halt der Hammer. Ja, ich fühle das absolut. Bei mir ist jetzt so ein bisschen dieses, ich versuche gerade ein bisschen auch erwachsen zu sein. Das heißt, ich habe momentan halt parallel zu den ganzen Produktionen und so weiter, habe ich dann so Termine, wie zum Beispiel heute in der Früh mit Versicherung und allem drum und dran. Mhm. Aber ich habe halt nicht weniger Arbeit als davor. Und das heißt, an so Tagen wie jetzt heute, gestern ging der Stream halt fast bis Mitternacht. Dann Hunde rauslassen, duschen und so weiter. Ich war halt irgendwie um 2:30 im Bett. Und heute ging der Wecker um 6:30. Und ich hatte den ganzen Vormittag Termine komplett durch mit Kurzpause Hunde rauslassen, bis dann der Stream um 12 Uhr gestartet hat und wir jetzt hier weiter durchballern. Und dann merke ich halt schon, also ich liebe das gerade. Es macht unfassbar viel Spaß zu streamen. Ich freue mich gerade so auf Samstag und Sonntag, weil ich einfach zwei Tage keinen Wecker stellen muss. Und das ist alles, was ich brauche. Geil. Du bist seit 6:30 wach. Ja. Ey, also mega Respekt an dich. Man merkt es dir halt null an. Das ist lieb. Dankeschön. Dass du voll am Start bist. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber da hast du dir den Samstag auch echt verdient. Ja, auf den freue ich mich auch. Also auf den freue ich mich wirklich. Vor allem, weil wir morgen Magic-Karten holen gehen. Vom neuen Set. Yeah. Und dann Magic-Karten auspacken, Magic spielen und chillen. So, wie bewege ich mich jetzt? Ich bin jetzt hier irgendwie oben. Und ich merke gerade, wir müssen noch den Kompass verschieben, ne? Genau. So, würdest du dir gerade was bringen? Zorn des Drachenkaisers, Armeen jenseits der großen Bastion erhalten extremen Verschleiß. Ist nicht notwendig. Oder wollen wir Feinde in Cathay schwächen mit sechs feindliche Führerschaft? Bringt eigentlich auch nicht viel, weil ich bin mir nicht sicher, ob das auch für die Rebellen zählt, die ja auch Cathay sind. Dankeschön, Levelier, dankeschön, Daikane, dankeschön, Bilbo. Die profitieren ja eigentlich auch davon. Dankeschön, dankeschön. Und hallo Leverbly, vielen Dank wegen den Subs, ihr Lieben. Wo wollen wir hin? Also ich brauche gerade, was das angeht, nicht wirklich was. Meine Armee ist halt bei Slanish drüben. Und bei der anderen Armee, also ich komme bei denen einfach nicht durch.
Ja, dann... Das ist ätzend, aber das sind halt einfach... Also ich muss warten, bis die kommen, weil... Ich kann auch gerade gar nicht verschieben. Ich war gerade überrascht. Ich dachte, vorher ging es irgendwie noch. Und da habe ich nicht dran gedacht. Wie läuft es denn in Slaanesh? Ich kann ja auch mal rüberschauen zu dir. Die sind ja auch auf der... Wobei, kann ich das? Die sind ja auch auf der Map, die Chaosreiche. Ich bin nur ein paar Meter gegangen bis jetzt. Also es ist noch nichts Spannendes passiert. Ah, ich sehe es witzigerweise gar nicht. Weil ich noch nicht drin bin, das heißt... Alter, ich habe 14.000 Gold. Aber dafür haben wir ja unseren wundervollen Squad-Stream, um darauf nochmal hinzuweisen, liebe Leute. Ihr schaut uns beiden gerne zu. Da könnt ihr hin und her wechseln zwischen Slaanesh und mir und Pia und mir. Warum wollen die dieses Schutzbündnis nicht? Das sind Diplomatie, guck. Ich zahle das jetzt. Ich habe damit, glaube ich, auch, genau, ich habe da jetzt aber auch 1500 bekommen. Damit habe ich nur 500 gezahlt, quasi. Das ist ja dann nicht so schlimm. Damit ist das fein. Oh, ich kann auch eine Konföderation machen. Mit den Nomaden des brennenden Windes. Oh. Die Frage ist das so schlau? Weil vorher hat dich das ja auch ein bisschen gefickt. Also im Großen und Ganzen hat es mir schon viel mehr geholfen, als es. Ich warte mal noch, bis ich diese Siedlung habe, weil gerade bin ich eh sehr im Minus mit dem Unterhalt. Wenn die Karawane wiederkommt und der Unterhalt wieder da ist und wir die Siedlung haben, dann kann ich mir das bestimmt leisten. Und dann haben das wir hier klingt auch nach einem Plan. Und dann, so, ich hol mir wieder eine dritte Armee. Du bist echt so die große Schwester, die meinem um Minderwertigkeitskomplexe gibt, ne? Ich bin gerade schon im Minus mit meiner zweiten Armee. Und dann höre ich da so, ja, also, ich bin ja gerade im Chaosreich. Und weißt du, gerade wo ich dachte, unser Papa ist mal stolz auf mich, immer kommst du so, nee, also ich habe eine Armee mehr und alles hier, guck mal, Stärke Rang 1 und so. Ich finde das gerade rollenspieltechnisch sehr, sehr passend. Das tut mir so leid. Aber ich dachte mir gerade, ich werde ein bisschen länger brauchen da drüben. Also hole ich mir da jetzt einfach noch eine dritte Armee, ja, damit ich die drei Fronten hier hinkriege. Und ich habe halt so eine coole neue... Kannst du die jetzt eigentlich auch holen? Ich kann jetzt Kranichschützen und Großkanonen. Lass mal sehen. Weiß gar, wie hole ich mir das dann? Du müsstest das einfach rekrutieren. Also wenn du auf deine Armee klickst. Mhm. Und... Boah, Verbündete rekrutieren. Globalen Rekrutierung ist das dann, ne? Nee, das ist unten, wenn du auf deine Armee klickst, steht Einheiten rekrutieren und rechts davon ist Verbündete rekrutieren. Ah. Und da müsstest du, glaube ich, alle Einheiten rekrutieren können, die es im Nangau zu bauen gibt. Weißt du, warum nicht? Weil ich habe meine Garnison ja ins Schlangentor gesetzt. Ah. Und das rekrutiert nicht. Da gibt es dir halt Garnison. Aber bringt mir witzigerweise nichts. Ja, dann musst du ein zweites bauen. Ich glaube, man kann keine zweite bauen. Ich glaube, man kann die nur verlegen. Das wäre... Man kann eine Garnison pro Verbündetem haben, glaube ich. Weil ich kann da auf Außenposten-Details und dann irgendwie... Vorher war da irgendein Verlegen-Button. Jetzt sehe ich ihn beziehungsweise gerade nicht mehr. Ich dachte, das geht. Du schaust falsch. Ah, okay, dann
gucke ich falsch. Das ist aber nett, Chat. Ah, Verbündete rekrutieren. Nee, aber guck, ich kann da nur Bauernbogenschützen rekrutieren. Weil ich die Garnison, ich meine, jetzt, ich kann sie vielleicht nachher mal verlegen, jetzt wo du eh drei Tore hast, macht die eine Garnison bei einem Ding auch irgendwie den Kohlkraut nicht mehr fett. Du kannst es aber auch jetzt verlegen, also es stört nicht. So, ich habe meine Armee im Tor drin stehen gerade. Also da kann gerade nichts eingerissen werden. Die Frage, also, oder habe ich das vorher falsch gesehen, lieber Chat? Weiß das hier jemand? Ich dachte vorher, das ginge. Oder wenn ich es irgendwie... Kann ich meine Garnison, also meinen Außenposten verlegen oder ist das gar nicht möglich? Das weiß doch bestimmt im schlauen Chat jemand. Im Diplomatiefenster. Moment. So, ich habe wieder eine Karawane losgeschickt. Dankeschön. Oh Gott, es sind noch mehr Subs reingekommen, gerade sehe ich. Vielen lieben Dank, Glistertom, für die 14 Monate und Dankeschön, Technofreak. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Dankeschön, Dankeschön. Meinst du die großen Monster, wann die kommen? Nee, Siedlungen tauschen ist ja Quatsch. Ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hier ist das total offensichtlich und ich sehe es nur nicht. Ja. Unter Kriegskoordination dann Außenposten kann man ihn bewegen. Aha. Aber es kostet 3000 Gold. Okay. Okay, das ist teuer. Chat, ihr seid großartig. Vielen Dank. Wir verlegen das nachher nochmal nach Nangau. Weil man kann, glaube ich, immer das rekrutieren, was es in der Siedlung gibt, genau, die du, wo du es drin hast. Nangau ist die Stadt, wo ich meine ganzen edlen Einheiten hochdrücken werde. Das heißt, das bietet sich dann für dich, glaube ich, auch gut an. Das ist ja fantastisch. Weil dann kriegst du da die Sachen. Wir auch wirklich so ein bisschen, glaube ich, uns koordinieren, dass du vielleicht, weil du bist ja Yin, dass du die Fernkämpfer hochlevelst. Und ich habe bislang, weil der Chat vorher auch so abgestimmt hat, auch auf Artillerie gebaut. Aber dann fange ich jetzt an, so eher so auf Kavallerie und geile Nahkämpfer zu bauen. Und dann können wir uns da ein bisschen austauschen. Und das ist ja mega praktisch. Ich habe noch nichts. Voll das coole Feature. Ich habe noch nichts in Artillerie geknallt, glaube ich, bis jetzt. Also wenn nee, du das schon gemacht hast, dann. Dann lasse ich das erstmal, aber Fernkämpfer hast du ja, meine ich. Und ich gehe halt dann eher auf so die Nahkampf. Oh mein Gott, weißt du, was du dir dann holen kannst? Diese großen Terrakotta-Monster. Oh, geil. Die hast du schon? Nee, die habe ich noch nicht, aber die wollen wir. Ah ja, das stimmt. So, aber erstmal. Dankeschön, Temporos. Bringt der Außenpost etwas, wenn man zweimal die gleiche Fraktion spielt? Ja, haben wir ja gerade diskutiert, lieber Chat. Wir können ja, also im Super-Late-Game dann natürlich weniger, aber... Im noch nicht aber, so Super-Late-Game. Genau, wenn du noch nicht alles selbst freigeschaltet hast. So, jetzt kommt doch hoffentlich bald noch meine Karawane zurück und bringt mir Gold, oder? Das wäre jetzt schon allmählich mal wichtig. Ja, genau richtig kam sie mit Gold und, nee, nicht ganz genau richtig. Wir haben einmal was verloren, verschleißmäßig, was ein bisschen doof ist. Warum kriegt der jetzt Verschleiß? Weil wir haben doch jetzt eigentlich wieder Geld. Geld. So, da ist was belagert. Irgendwas ist doch noch belagert. Ah, da oben. Das gibt's doch nicht. Ist ja schon so geschwächt hier. Ja, leider kann man sich nicht mit Chaos-Fraktionen verbünden. Nee, da gibt's keine Diplomatie tatsächlich. Ach, der hat keine Vorräte mehr, oder was? Adorn my chamber in finery. Woran liegt das jetzt, dass der Verschleiß bekommt? Ah. Das kriegen wir nicht hin. Ah, jetzt kommen diese Rebellen da raus und gleichzeitig habe ich oben so Ratten in meinem Ding. Also wirklich
Skaven. Ich meinte jetzt... echte Ratten. Ich meinte echte Ratten. Es war nicht abwertend gemeint. Und jetzt muss ich gleich gucken. Dass ich rechtzeitig genug Armee aufbaue. Weil ich ja jetzt gerade noch eine Armee hochziehe. Weil da das jetzt ein bisschen nervig wird. Tauschen die jetzt einfach aus. Moment. Haben wir das Game neu geholt, bin komplett überfordert. Prolog spielen hilft ungemein. Ja. Also, ich blick in diesem Reich noch nicht so ganz durch. Ah, jetzt ist es hier einfach in dieser Provinz, kriegen wir es einfach allgemein Verschleiß, oder wie? Bitte was? Ich bekomme 15.000 Gold, wenn ich gehe. Das ist die Slaanesh Temptation, ja. Junge, was? Gut. Aber warum sollte ich das nicht nehmen? Weil du eine Seele willst und gewinnen willst. Aber ich will auch Geld. Oder weil du noch weiterkommst und noch mehr kassieren kannst. Ja, aber ich will auch Geld. Wir sehen, warum Pia dem Slaanesh zugetan ist. Sie lässt sich sofort auf seine Tricks ein. Ja, wenn er so einen Sugar Daddy sein möchte, dann will ich ihm das ja nicht abnehmen. Was mache ich denn mit so viel Geld, wenn ich dann so viel Geld habe? Das weiß ich nicht. Also ich habe dann vielleicht nicht die Slaanesh-Seele, aber also jetzt rein taktisch gefragt, Chat. Wäre es nicht unfassbar sinnvoll, einmal fast bis runter zu gehen bei Slaanesh, sich da 60.000 Gold rauszuziehen, zu gehen, damit die Armee richtig zu pimpen und erst die ganzen anderen Dämonenseelen zu holen aus den Reichtümern von Slaanesh und dann zu Slaanesh zurückzukehren? Da würdest du ihn, glaube ich, gut reinlegen mit. Weil dann also ist das, dann ist das doch taktisch gesehen das Smarteste, was man machen kann, oder? Das ist Big Brain Shoryoka, wird bei mir im Chat geschrieben. Das ist die Brutmutter. Ja. So mache ich meine Verhandlungen bei den Verlöbnissen meiner Inzestkinder. Ich kann Warhammer 3 empfehlen und ich glaube, der liebe Maurice auch. Ja, ja. Warhammer 3 kann man sehr empfehlen. Also, Disclaimer kann man gerne dazu sagen, das hier ist in dem Fall ein gesponserter Stream, aber ihr seht ja, es macht uns Spaß und das habt ihr auch schon bei vorherigen nicht gesponserten Streams gesehen. Was ihr damit macht, ist immer eure Sache, aber ich find's geil. Ich kam mir heute so seltsam vor, als ich in meiner Insta-Story den gesponserten Stream angekündigt habe und gesagt habe, oh, seltsam. Wer hätte das gedacht, nachdem ich seit 2 Wochen Warhammer spiele, dass ich jetzt auch einen gesponserten Stream mit Total Warhammer habe. Aber die davor waren es nicht. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? So, also jetzt, Leute, jetzt muss doch allmählich mal diese blöde Belagerung hier. Ist ein großer Zeitaufwand, der, wenn er nicht so funktioniert, sich nicht rentiert. Der ist doch kein großer Zeitaufwand. Ob ich jetzt in meiner
in meinem Land rumstehe oder in der Welt von Slanesh? Ich finde es übrigens sehr cool, dass sie sich auch Mühe gegeben haben, noch einige von den alten Völkern so ein bisschen auf der Map zu verstreuen. Dass du immer mal überall noch so einen Skaven-Untergrundstamm hast und so. Ja. Das, weil sie haben ja diese ganzen Sachen schon, diese ganzen Assets und so. Und dass sie die auch benutzen, um da Vielfalt reinzubringen, ist schon cool. Oh, was kam denn da gerade durchgelaufen? Jetzt, es kommen immer erstmal kommen Agenten aus diesen Portalen und dann irgendwann auch Armeen. Ja, ja, der sah nur für mich nicht nach einem Zentstut aus, aber war ein Zentstut. Warum ist Warhammer 3 so schlecht bewertet auf Steam? Das ist das große, die große Frage. Es gibt ein paar Theorien und mögliche Gründe. Das eine ist wohl, dass wirklich manche Leute einfach legitim Performance-Probleme haben. Und das, da kann ich tatsächlich nicht wirklich zu sprechen, weil alles, was ich euch sagen kann, so, ey, guckt mal, mit meiner 3080 habe ich keine Probleme. Das hilft euch nicht viel, wenn ihr trotzdem Probleme habt, die will ich niemandem absprechen. Es gibt wohl auch, und da weiß ich nicht, was dran ist, es wird nur auf Reddit gesagt, es gibt halt ein recht starkes Review-Bombing aus China. Und die Theorie, oder auch die, also angeblich die Erklärung ist, dass in China viele Influencer das Spiel vorher bekommen haben, die keine Ahnung haben von Total War oder Warhammer. Und das Total War hat ja in China eine sehr starke Fanbase, gerade nach Three Kingdoms auch. Und die waren etwas frustriert, dass du wohl auf chinesischen Plattformen bei irgendwelchen Beauty-Streamern Total War gucken konntest oder musstest, die nicht mal wirklich Bock drauf hatten. Und bei den chinesischen Hardcore-Experten, die dafür vielleicht nicht. Das war nicht bei uns, wo dann wie Merb und Günther zum Beispiel, die mega die Profis sind, das bekommen haben. Disclaimer aber, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat auf Reddit jemand gesagt, der behauptet hat, aus der chinesischen Community zu sein. Aber ich kann kein Chinesisch und kann nicht selbst prüfen, was da dran ist. Aber das ist eine Erklärung, die kursiert. Krass. Dankeschön, Bauer Huber, für den Prime-Sub. Und es ist wohl auch noch so, und das verstehe ich sogar, dass es in der chinesischen Total War Community davor schon Frust gab, weil Three Kingdoms relativ überraschend eingestampft wurde, im Sinne von, es kommt jetzt kein Support mehr. Das hat ja auch die westliche Community etwas verärgert. Fand ich persönlich auch schade, weil ich liebe Three Kingdoms. Aber das ist wohl der, also dass da eine gewisse Frustration herrscht, die, wenn diese Erklärungen stimmen, sogar eine gewisse Nachvollziehbarkeit hat. Trotzdem ist es natürlich schade, wenn dafür das Spiel halt abgestraft wird, weil das ja erstmal nichts mit dem Spiel zu tun hat. Da lernt man wieder ein bisschen, dass man auch nicht so krass drauf achten sollte, was in allen Rezensionen auf Steam steht, ne? Stimmt. Also, weil ich ja das doch von einigen Seiten immer wieder mitbekomme, dass Leute sagen, ja, ich kaufe mir das nicht, weil die Review oder so ist schlecht dafür. Und ich habe bei sowas nie auf die Review bis jetzt geachtet und da bin ich bei sowas dann wieder echt froh. Ich habe da auch leicht reden, weil ich kann mir halt die Zeit nehmen und habe die finanziellen Möglichkeiten, um die Spiele selber zu testen. Wenn du das Geld halt nicht hast, das selber zu testen, dann ist das halt natürlich nochmal was anderes, weil dann möchtest du dir so eine Review vielleicht auch angucken, damit du dir eine Meinung bildest, bevor du 60 Euro ausgibst. Ja. Und das kann ich halt auch wieder verstehen. Deswegen gibt es so großartige Dinge, was für eine meisterhafte Überleitung. Also, man merkt den Profi bei dir. Ja, absolut, absolut. Sagt man die Profi? Bist du nee, die Profi? Man sagt den Profi. Jedenfalls, was auch immer es ist, man merkt es. Ja, auf jeden Fall, es gibt einen Xbox Pass und das Spiel ist auch mit Release direkt im Xbox Pass drinnen und kostet dann 1 Euro. Und das ist, also 1 Euro kann man auf jeden Fall für dieses Game ausgeben. Wirklich. Das kann ich 100% unterschreiben. Tatsächlich ist immer so ein bisschen, man, also
auch ich habe ja leicht reden, weil wenn du in unserem Metier arbeitest, dann musst du halt für Spiele nicht mehr wirklich bezahlen. Also um es mal so direkt raushängen zu lassen. Und dann ist natürlich immer leicht zu sagen, ja, gibt nicht so viel auf Steam Reviews, wie du auch gesagt hast, ne? Mhm. Aber 60 Euro sind halt schon ein Brett, wenn es vielleicht, also hat halt nicht jeder einfach endlos Geld rumliegen, um es mal so zu sagen. Deswegen verstehe ich auch total. Und sehr oft umgekehrt, ne, sind ja Steam Reviews auch wirklich eine gute Warnung. Zum Beispiel, wenn du reingehst, du warst jahrelanger Battlefield-Fan oder sowas, und denkst, ey, das neue Battlefield. Und dann siehst du, ey, auf Steam war 30% positiv. Und dann hat das halt auch schon einen durchaus sehr guten Grund. Aber es ist auch eben manchmal dann auch ein Irre, oder, also, ich sage gar nicht mal, nicht mal irgendwie nicht legitim, aber hat vielleicht Gründe, die für dich nicht relevant sind. Weil selbst wenn die chinesische Community zu Recht diese Kritik äußert, und ich hab viel gelesen, so, ah, jetzt sind wieder die Chinesen, machen wieder Bullshit oder sowas. Man stellt sich aber umgekehrt mal vor, ich wette, die englische Community hätte das gleiche Review-Bombing gemacht, stell dir mal vor, wenn die ganzen Leute wie Legend of Total War und sowas keinen Code bekommen hätten vorab und dafür irgendwelche, was weiß ich, Fashion-Streamer, Make-up-Streamer oder sowas und da guckst du dann Warhammer 3, dann hätte es auch ein Review-Bombing gegeben und zwar von uns, also aus dem Westen. Und da finde ich, ist dann oft auch ein bisschen, wird sehr schnell gesagt, so, ah, jetzt machen die chinesischen Leute wieder irgendwie Unsinn. So ist es halt auch wieder nicht. Hier kommt ein Kampf. Ich finde das Spiel sehr schwer für totale Anfänger, schwer reinzukommen. Das Tutorial lässt einen doch im engen Raum, im Regen stehen, hat ein Freund gemeint. Das ist schön, dass das ein Freund gemeint hat. Ich sehe das tatsächlich völlig anders. Also es ist halt ein beziehungsweise ein rundenbasiertes Strategie-Game mit Echtzeitschlachten. Das ist ist halt nicht Fortnite so. Das ist einfach tiefgreifender und komplizierter. Das sind halt Strategiespiele. Aber grundsätzlich, du musst halt dich mit dem, oder anders gesagt, ich habe bei diesen Spielen, egal ob es jetzt Total War, Crusader Kings 3, Frostpunk, egal welches von diesen Strategiespielen, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute nicht die Geduld haben, sich wirklich mit einem Tutorial auseinanderzusetzen. So, sie spielen halt das Tutorial durch, aber sie sind nicht mit dem Kopf dabei, sondern das Tutorial sagt, mach das und das, und statt dass du überlegst, okay, was sagt mir das Tutorial gerade, klickst du es einfach nur so schnell wie möglich durch, damit du durch bist. Und wenn du das so machst, dann hast du danach weder Ahnung von Crusader Kings 3 noch von Total War, obviously, so. Aber ja, das Tutorial erklärt dir ja, also es nimmt dich an die Hand, aber ein bisschen ausprobieren und mitdenken und gucken musst du natürlich trotzdem. Und ich finde, dass der Start Total War Warhammer 3 wesentlich angenehmer ist, weil ich habe mit dem zweiten Teil angefangen, zu einem Zeitpunkt, als da schon fast alle Fraktionen drinnen waren und hatte keine Ahnung von der Lore und das war mein erstes Total War und da hast du wirklich kein Tutorial davor und ich finde, der dritte Teil macht das mit dem Prolog absolut großartig. Ja, finde ich auch. Gleichzeitig ist es für mich immer schwer einzuschätzen, weil die Frage kommt sehr oft bei mir im Chat auch. Also haben auch meine Mods, ihnen ist aufgefallen, dass wir offensichtlich, dass viele Neulinge sich gerade für das Spiel interessieren. Und es ist für mich immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie ist das denn wirklich, weil diese Perspektive ist mir so fern, nicht im Sinne von, dass ich sie nicht verstehe, sondern dass ich sie einfach nicht haben kann. Jemand, der noch nie Total War gespielt hat, wie wird er das wahrnehmen? Ich kann so für mich, okay, ich habe das Gefühl, das wird jetzt gut erklärt, aber kommt es wirklich bei jemandem an, der noch nie ein Total War gespielt hat? Ich finde das mega schwer einzuschätzen. Aber mein Eindruck ist schon, also der Prolog ist auf jeden Fall cool und spaßig. Das kann man auf jeden Fall einfach mal sagen. Der erklärt's richtig gut. Also ich finde wirklich, dass er es richtig, richtig gut erklärt. So stückchenweise, wie geht die Steuerung, wie laufe ich dahin, wie bewege ich mich dorthin, wie viel mehr soll man denn erklären? Also das ist ja basically die Basis so. Und alles andere, wie man dann Einheiten oder wie man sich taktisch bewegt, gehört ja zum Spiel. So Battlefield erzählt dir ja oder erklärt dir ja auch nicht, wie man aimt. So Battlefield sagt, okay, da ist dein Ziel, schieß drauf so. Und so macht's halt das Tutorial auch. Er sagt dir, okay, das ist dein Ziel, vernichte es. Aber wie du dahin kommst, es werden dir halt die Tools in die Hand gegeben. Aber der Weg dorthin, wenn man halt nicht so viel Erfahrung hat,
kann natürlich einfach ein paar Anläufe brauchen, aber das ist doch der Reiz, den Strategiespiele ausmachen, dass du halt immer wieder neu startest und Dinge probierst und optimierst und verbesserst, so wie andere Leute dann scrimmen, um einen besseren Aim bei CSGO oder bei Battlefield zu kriegen und schneller zu reagieren, spielt ein Strategiefan halt die gleiche Kampagne mehrfach, um zu optimieren und jede Runde schneller, besser und stärker zu werden, aber das macht's ja irgendwie aus, so. Mhm. Also ich fand es tatsächlich mega spannend. Also ich habe bei meiner ersten Dämonenprinz-Kampagne, die ich halt richtig verkackt habe, habe ich so viel gelernt, wie dieses Spiel zu spielen ist. So, die Garnison muss ich voll benutzen und sowas. Weißt du, so Zeugs muss ich so früh. Ja, ist doch useless. Braucht man doch nicht. Verteidigung. Angriff ist die beste Verteidigung. Das hatte ich auch. Garnisonen sind mega wichtig in diesem Spiel. Und ich fand das total, also ich war im ersten Moment so, jetzt habe ich eine Kampagne in den Sand gesetzt und auch noch live vor Leuten, voll peinlich und so, aber dann habe ich direkt, okay, ich mache jetzt nochmal weiter, ich mache es neu, ich mache es besser. Und das war dann auch mega cool. Es wird auch bei mir gerade geschrieben, sich reinfuchsen gehört doch dazu. Wie war das mit dem, ja genau, ich habe neulich auch in Ziff noch neue Sachen dazugelernt, Ramböcke ist das Stichwort. So, aber ich mache jetzt erstmal hier den Zug zu Ende, weil ich sehe, du bist schon... Ich habe jetzt bei Crusader Kings 3 in 5 Tagen 5-mal neu angefangen, weil ich das nicht wusste und immer merkte, irgendwas mache ich falsch, es wird langsam besser. Nur jetzt habe ich ein Problem, nur homosexuelle Erben, dafür kein Streit um Erbe, sind ja keine da. Homosexuelle Charaktere machen auch ganz viele Babys. Also das, da musst du einfach nur ein bisschen Geduld haben. Die machen dann vielleicht nicht 10 Babys, sondern halt 4. Aber da kommen auch Babys. Und keusche Charaktere auch. Ne? Und keusch auch. Und also sogar als Eunuch hast du irgendwie noch eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass du Kinder kriegen kannst. Also die sind wirklich wie die Karnickel. Wir haben hier einen Skill, liebe Leute, den ich niemals... Das ist der eine, den ich nie in diesem Skillspiel für meinen Helden freischalten werde. Diplomatische Beziehung plus 40 mit den Ogern, minus 25 Unterhalt für Ogersöldner, minus 25 Rekrutierungskosten für Oger. Nein. Nein, Leute. Niemals werden wir das erforschen. Haben Sie es mittlerweile auf 100%ig runtergesetzt mit dem Eunuchen? Ist es mittlerweile? Ich meine, dass du dadurch, also wenn der zum Beispiel wunderschön ist und du Fruchtbarkeit in der Familie und keine Ahnung, was alles drinnen hast, dass es trotzdem möglich sein kann. Zumindest meine ich auf Reddit da vor Monaten was gelesen zu haben. Weiß nicht, ob sie das mittlerweile angepasst haben oder ob ich verarscht wurde. Beides möglich. Auf jeden Fall vermehren sich die wie die Karnickel. Ich hatte letztens auch die Situation, dass ich das Zölibat abgelegt habe mit meinem Herrscher, damit ich keine Kinder mehr kriege. Und einfach einen Monat, nachdem ich das gemacht habe, die Meldung bekommen habe, dass meine Frau schwanger ist. Und das war auch mein Kind, einfach weil quasi das Zölibat quasi abgelegt wurde, aber der Charakter schon als schwanger berechnet wurde und du das ja quasi nicht instant erfährst, wenn sie schwanger ist. Stimmt. Das war auch doof. Weißt du, was mein Chat gerade voraussagt, was passieren wird? Dass ich aus Versehen auf den Ogre-Skill irgendwann mal klicken werde. Da würde ich fast sogar safe scammen, wenn mir das passieren würde, Leute. Ich würde neu laden, um diesen Skill nicht zu haben. Welcher Skill ist das nochmal? Der Ogre-Skill. Dass ich mehr diplomatische Beziehungen mit den Ogern habe und sie billiger rekrutieren kann. Das ist aus irgendeinem Grund im Skilltree meines noblen Helden drin. Wahrscheinlich, weil du die Ogre brauchst, um deine Schwester zu stürzen. Da würde ich, weißt du, da würde ich mich lieber von meiner Schwester von dir töten lassen, als dass ich auch nur einen Ogersöldner benutze. Weil ein Sieg, den du mit Ogersöldnern erringst, da wirst du ja nicht froh dran. Das wird ja, du wirst ja immer wissen, okay, ich habe jetzt die Familienfehde gewonnen, aber nur mit Ogern. Das ist ja nichts wert. Nur mit Ogern. Dankeschön, Silversatz, für die 5 verschenkten Subs. Na, Chat, vielen lieben Dank. Und dann wird er Oger rekrutieren. Dankeschön, niemals. Schneemann. Dankeschön, Mr. Cuddles. Dankeschön, Taflabo Porcelain. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So, ich habe jetzt übrigens endlich meine Rebellen. Ich habe sie ausgeräuchert hier. Maurice, Hass auf die Ogre ist genauso endlos wie die Reichtümer in Slanishs Chaos Reels. Ich meine, ich sollte eigentlich auch jetzt mal noch zu Slanish gehen und mir das holen. Meine Armee ist nur gerade noch etwas zu geschwächt, tatsächlich.
Übrigens ist mein Alert, wenn Leute Abos verschenken, ist tatsächlich ein Sound aus einem Warhammer 40k-Spiel. Das ist die Chaosgötter nach Seelen verlangt. Der war jetzt gerade sehr passend, direkt nachdem ich über Chaosreiche geredet habe. Wie smart ist Pike? Ich hatte als Eunuch einmal 5 Kinder, weil ich mir eine Frau mit dem Verführer- und Lustern-Trade geholt habe, damit sie mich betrügt, kann ich jedem nur empfehlen. Das Geil. Ist ja ultra smart, damit du nicht ausstirbst. Das ist ja mega gut. Das ist einfach Poggers. Wir haben gerade einen heldenhaften Sieg gegen eine Ogerfraktion. Geil. Gut, wir verlieren einen Trupp Bauern, aber komm, das ist glorreich. Also, man kann alle Kämpfe selber machen in der Theorie, aber normalerweise machst du einfach die Kämpfe, wo du nicht so gut aussteigen würdest selber. Oder die halt, die du vielleicht sogar verlieren würdest oder auf die du richtig Bock hast. Viele so entscheidende Siege oder sowas lasse ich einfach auto-resolven, weil es nicht notwendig ist. Ja. Ich meine, vorher haben wir aus Prinzip geschlagen, weil ich nicht wollte, dass die Oger einen Trupp von mir fressen. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass man solche Sachen dann resolve. Jetzt kriege ich halt schon 40.000. What? Okay, ich muss da auch rein. Lasst uns schnell Truppen rekrutieren und dann rüber zu Slaanesh, Leute. Ich will jetzt auch. Lasst uns rüber zu Slaanesh. Ich will das jetzt auch. Ja, ich habe mich noch nicht kaufen lassen. Ich war noch stark. Ach so, du warst vorher so, wirktest so eifrig. Ich dachte, du hast schon längst, aber... Nee. Okay. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, muss ich dieses Tor offen lassen, damit ich wieder zurückkommen kann? Ist eine gute Frage. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe das nämlich jetzt hier und das ist... Ja, das ist jetzt da und das ist nicht so cool, weil da jetzt langsam eine Armee entsteht. Und ich will die Armee nicht. Verstehe.